Zahlen der Verbände zeigen an, dass der Mitgliederwachstum nicht stark gestiegen ist durch diesen Football-Hype. Also das würde jetzt dafür sprechen, dass es ein NFL-Hype ist und kein Football-Hype. Ja, es ist natürlich halt, wie gesagt, schwierig, weil halt, auch wenn es die NFL natürlich sehr, sehr breit gefächert ist, sehr groß interessant ist, ist halt trotzdem halt der deutsche oder europäische Footballsport, auch wenn man es vielleicht nicht unbedingt hören will, es ist halt schon noch eine Nische, ne? Also wenn du guckst bei den großen Portalen, die es da gibt in den Medien, gibt es vielleicht mal so eins, zwei, drei Geschichten mal, ein bisschen größer jetzt natürlich auch jetzt mit den Leipzig Kings mit Sicherheit, klar, aber ansonsten ist da halt nicht viel. Also da gibt's wenig mal was mit Ergebnissen und so weiter und so fort, deswegen. Nachdem wir in unserer letzten Folge auch einfach reingestartet sind, zumindest die, die die erste Folge schon automatisch gedownloadet haben und uns abonniert haben, denn ich hatte da einen kleinen Schnittfehler, machen wir das heute auch mal so. Mal sehen, ob wir das beibehalten werden. Wir starten einfach in die Folge. Genau, moderiert wird das heute wieder von mir, Johannes Reuter. Und ja, bei mir ist natürlich wieder Martin Hanselmann, einer der erfahrensten Head Coaches Europas. Martin, hallo. Guten Morgen, hallo Johannes. Und wir haben heute einen Special Guest, oft zitiert bei uns im Podcast. Und jetzt hat er mal die Zeit gefunden, um auch mal bei uns mit dabei zu sein. Sebastian Mühlenhof, der deutsche Ian Rappaport. Herzlich willkommen im Podcast. Servus, ich würde mich noch nicht so bezeichnen, aber ja, ich danke, dass ich die Zeit gefunden habe. Hört sich so an, als ob ich viel zu tun habe. So schlimm ist es gar nicht. Ich freue mich sehr. Ich freue mich auch, Martin. Genau, jetzt könnt ihr das mal direkt klären hier im Podcast mit dem Gehaltsthema, ja. Ja, das will Martin gar nicht hören. Ich habe es ihm schon so oft erzählt. Also das ist irgendwie. Also ich glaube, bei Martin laufe ich da gegen eine Wand, wenn ich ihm jetzt sage, ich verdiene gar nicht so viel, wie er immer meint. Also ich muss da mein Running Gag beibehalten und Sebastian, wo ist denn das eigentlich entstanden? Ich weiß gar nicht, wo genau das ist. Ich weiß auf jeden Fall, wir saßen mal irgendwann zusammen und da habe ich dir gesagt, was ich pro Schicht bekomme. Und Ja. dann hast du, dann hast du, oder dann hattest du irgendwie einen Witz darüber gemacht und dann hast du irgendwie das dann stückweise einfach nach oben geschoben, weil du so sauer oder sauer gewesen bist. Ich weiß gar Ja, nicht mal aber warum. das mache ich schon immer. Ich habe auch früher mal behauptet, dass der Jugendtrainer, mein Freund, der Steffen Breuer, ich glaube, da waren es 8.000 Euro als Jugendtrainer bei den Düsseldorf Panthers bekommt, habe ich auch immer erzählt und weitergegeben. Es muss irgendwie so in mir drin sein, dass ich sowas gerne mache und da einen Spaß dabei empfinde, wenn andere Leute einfach mal gucken, was. Manche glauben es ja, ne? Also manche, die sind ja auch dann da direkt und was, so viel kriegt der? Und ja, klar, das kriegt der. Also sagen wir Also. so, ich verdiene noch nicht so viel, dass ich jemandem sagen kann, dass er bitte meinen Kaffee umrühren soll. Hey, gut. Ich glaube, der eine oder andere weiß, welches Video ich meine und welchen Kollegen ich meine. Gut, ja, nee, dann, ich hätte gesagt, nachdem Sebastian ja relativ tief drin in den ganzen Themen ist, auch immer fleißig twittert, gehen wir jetzt mal die ganzen Mein ganzer Twitter-Account Twitter-Profil. rauf und runter. Ich muss es mir alle nochmal durchlesen, damit ich vorbereitet Genau, bin. nee, so tief gehen wir jetzt nicht rein. Allerdings, es war ja einiges los jetzt wieder. Leipzig Kings haben offiziell sich jetzt zurückgezogen, komplett aus der ELF. Ja, wie sieht ihr beide das? Sebastian, fang mal an. Ja, also ich hab's fast erwartet. Also ich meine natürlich so, als dann klar wurde oder als dann rauskam, okay, wir haben hier große finanzielle Probleme, habe ich mir fast gedacht, dass das sehr, sehr schwer zu lösen ist. Also mir wurde relativ schnell gesagt, okay, wir wollen eigentlich, dass sie durchkommen, was ja auch absolut legitim ist, weil ein Team während der Saison rausgehen, ist nicht schön, aber diese Lücke zu füllen, was man ja auch so rausgehört hat, das war unheimlich schwierig. Und wenn wir jetzt sehen, die Zahl 550.000 Euro, kriegt das erstmal zusammen in der Saison. Also innerhalb von 2 Wochen, Sponsorengespräche dauern auch nicht, innerhalb von 2 Wochen Investorengespräche nicht, da muss so viel geklärt werden einfach und ja, da ist es einfach enorm schwer, da die Lösung zu finden. Und deswegen, ja, wundert es mich am Ende halt nicht, dass es da nicht mehr gereicht hat, weil einfach so eine Lücke kannst du nicht innerhalb von 2 Wochen schließen. Martin? Ja, also da bin ich beim Sebastian. Man kann die Lücke nicht so leicht schließen. Allerdings, so innerlich hatte ich gehofft, dass die Liga da eine Lösung findet. Ob sie es dann selber bezahlen, ist natürlich ist es viel Geld. Oder es über Darlehensbasis oder irgendwie machen, weil für eine Liga ist es schon, gerade mit Fernsehen, glaube ich, ein Worst Case, wenn ein Club
einfach rausfällt, wenn der nicht mehr spielt. Da geht es ja auch um die Gegner. Jetzt Köln fehlt ein Heimspiel. Wer kompensiert es? Wo kriegen die ihr Geld her? Also das ist schon so ein Worst-Case-Szenario und ich dachte, muss ich zugeben, ich dachte, die Liga findet da eine Lösung, also die ELF findet da eine Lösung, um das zu machen, eventuell eben einen Controller eingesetzt mit eigenem Geld und dann, also fast so wie eine eigene Insolvenz, wo dann einer sagt, nee, stopp, wir reduzieren Kader, wir reduzieren Trainerstab, aber wir müssen durch die Saison kommen, ihr müsst das Ding durchspielen, weil es nach außen halt einen großen Schaden gibt und vielleicht war die Kommunikation nicht glücklich. Also es sind Dinge unterschiedlich nach außen gedrungen, finde ich, die man hätte vorher vielleicht absprechen können sollen. Aber ich weiß nicht, ob es passiert ist, ob sich irgendeiner daran gehalten hat. Das sind ja alle Spekulationen, die ich hier habe. Aber das sind so meine Gedanken dazu. A, die Kommunikation und B, hatte ich die Hoffnung, dass die Liga es einfach übernimmt und sagt, komm, wir springen da jetzt ein und dann eben nach der Saison, wie letztes Jahr bei Istanbul, nach der Saison die Karten wieder neu mischt, aber während einer Saison bin ich schon ein Worst-Case-Szenario mit Image-Schaden. Das ist nicht schön. Ja, und hoffen wir mal, dass jetzt da nicht noch weitere Folgen werden dann. Wie seht ihr so dieses Risiko? Weil ich meine, diese Finanzierung, es wird ja nicht nur Leipzig so irgendwie gehen, dass das vielleicht nicht ganz so einfach ist dann. Sebastian? Ja, also schwör am besten einen anderen. Man wartet nicht an auf den anderen. Nee, natürlich ist es ja klar. Also wir sind in Jahr 3. So, und in Jahr 3 ist es immer so, für jedes Startup, wer sich mit Leuten damit auskennt, Jahr 3, Jahr 4 ist immer so dieses kritische Jahr, wo du dann langsam anfangen solltest, halt Geld zu beginnen. Weil wenn du Investoren hast, die machen das mit Sicherheit in einer gewissen Weise mit, pumpen da auch fleißig Geld rein. Das haben wir auch gesehen bei den Leipzig Kings. Die haben gesagt, 2,2 Millionen, glaube ich, haben sie in das Projekt reingesteckt, was schon echt viel Geld ist. Also sie hätten es mir auch geben können. Ich hätte vielleicht ein bisschen mehr daraus gemacht, keine Ahnung. Aber ja, es ist halt einfach jetzt so dieser Zeitpunkt, wo dieser Break-Even jetzt langsam kommen muss, ne? Und dann haben wir natürlich so ein paar Franchises, wo man schon sich Gedanken machen kann, ne? Weil es jetzt Barcelona, da hat man jetzt immer einen neuen Investor bekommen vor der Saison. Das kann vielleicht wirklich hilfreich sein. Köln, Stuttgart sind immer so zwei Mannschaften, die so ein bisschen hinschwellen. Stuttgart jetzt mit einem guten Zuschauerzahlen, jetzt über 4.000 zum ersten Mal in der ELF gehabt, was vielleicht schon noch so ein positives Zeichen ist, aber auch da hört man natürlich, du hast neulich höheres Budget, das musst du auch erstmal gedeckelt bekommen. Also von daher, es wird für einige Teams jetzt dieses Jahr beziehungsweise nächstes Jahr ganz, ganz wichtig, in die grünen Zahlen zu kommen, denn sonst sind halt Investoren relativ schnell weg. Kennst du die Budgetzahlen jetzt von Stuttgart auch Nein, nicht? Nee, nein, nein. Also ich glaube, da wird auch bewusst ein großes Geheimnis drum gemacht. Also wir werden es vielleicht irgendwann mal dann in diesen, weißt du, in diesen ganz klassischen, im Bundesanzeiger dann sehen, wenn die Bilanzen dort abgelegt werden. Aber ich glaube nicht, dass die das öffentlich verkünden werden. Die werden uns eine ungefähre Richtung geben, aber eine genaue Zahl werden wir wahrscheinlich nie bekommen. Okay, also Sebastian wird es dann twittern, wenn es soweit ist, dann. Hoffe ich doch mal. Dann erfahren wir es, ja. Ja, Martin, sagst du noch zu dem Ja, Thema? also da geht es mir ähnlich wie den Sebastian. Ich weiß natürlich keine Zahlen, ich kenne auch keine Zahlen. Es sind schon Budgets und Etats, die an die Millionen oder über die Millionen gehen, da bin ich mir sicher. Da wird viel investiert und man kann natürlich immer die eine Methode mit der anderen vergleichen. Es ist eine sehr amerikanische Methode natürlich zu sagen, wie investieren die jetzt mal rein, wie lange sich die gegeben haben, um schwarze Zahlen zu schreiben, kann ich nicht sagen. Die Frage ist, ob das zu unserer europäischen Kultur passt. Wir sind dann doch eher diejenigen, die langsam aufbauen, erstmal eine Basis finden, dann wieder neu investieren, halt langfristig anlegen. Wie das jetzt bei der ELF ist, kann ich auch nicht sagen. Ich kann nur sagen, ich glaube, dass das alles sehr teuer ist. Ich habe jetzt gehört, Sebastian, weiß nicht, ob du da mehr weißt, dass die Reisekosten jetzt auch alle selbst getragen werden müssen. Und das ist natürlich nochmal ein ganz schöner Batzen, der dazukommt. Ja, ich meine, ich glaube, Stolle hat es, glaube ich, in seinem Podcast gesagt, die Flugstunde von der Footballerei, dass sie alle Flüge selbst zahlen müssen. Das habe ich da auch mitbekommen. Und ich meine, wir kennen es ja beide aus dem ersten Jahr, da war das ja nicht so. Da Ja, war das ja nicht so, dass du alles selbst zahlen musst. Und das ist natürlich ein Riesenkostenfaktor. Du musst dir überlegen, du hast 45 Mann-Kader, mit dem du reist, dann hast du Trainer, die mit dazukommen, du hast Physios, da musst du mit Sicherheit auch ein bisschen mit Übergepäck arbeiten, weil natürlich auch so ein Pad, das wiegt was und so. Also es ist schon ein Kostenpunkt, der dort wirklich dir Lücken ins Budget reißt, die du erstmal irgendwie auffangen musst.
Also das ist schon echt richtig Geld. Also der Reisekader war immer so bei 70 bis 75 Personen. Und das wird sich nicht verringert haben. Eher im Gegenteil, weil eben Leute aus dem Staff noch weiter mitkommen, also Social Media Leute und so weiter. Und das haut schon echt rein. Und das zu kompensieren, ich meine, ich weiß es nicht. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie die Zahlen sind, aber ich könnte mir vorstellen, in der Schau-ins-Land-Arena reichen auf Dauer keine 7.000 Zuschauer. Da macht es bestimmt erst ab 10.000 oder so Spaß, dass da was verdient wird, auch dabei. Keine Ahnung. Das Hoffen heißt wir mal, schon, dass es klappt, ne? dann die Frage, wenn die Mannschaften eigentlich hauptsächlich auf die Einnahmen im Stadion und über Merchandise irgendwie angewiesen sind, ja, Ja, ein das sind sicherlich Säulen und ein ganz andere ist natürlich die Frage nach Sponsoring oder Verkauf von Werbung ist es ja eigentlich, ne? Also ja. was kommt da noch rein? Wie viele Sponsoren kann man finden, die dann dafür wirklich gutes Geld bezahlen? Das ja, muss man alles erst noch sehen. Ja, und dann noch eine weitere Unsicherheit, die jetzt irgendwo mit dazukommt. Alexander Rössner, der 10 Jahre jetzt bei RAN gearbeitet hat, gibt seinen Posten auf als Chefredakteur und beginnt bei Sky Sports. Ja, Sebastian, du hast vorhin schon mal kurz angesprochen bei unserer WhatsApp-Nachricht, als wir uns so abgestimmt haben. Was sagst du zu dem Thema? Also das ist Hast du natürlich dich ein schon Riesen. beworben? Fangen wir mal so an. Also ich könnte meinen Hut reinwerfen, aber ich glaube nicht, dass ich da große Chancen hätte auf den Posten. Da fehlt mir einfach noch die Erfahrung, die halt andere Leute für diese Position haben. Aber es ist natürlich ein Rieseneinschnitt, ist doch ganz klar. Ich meine, Alex Rösner war jetzt 10 Jahre, glaube ich, in der Position und er hat halt vieles mit aufgebaut. Das RAN, NFL, Baby hat er mit aufgebaut, ist einfach einer Gesichter dieses Konzepts ja auch geworden, ne? Dieses neue Matting-Konzept, das es ja damals so noch gar nicht gab in der Form. Und dass er das Unternehmen jetzt verlässt, ist natürlich ja schon ein großer Einschnitt. Da bin ich auch sehr gespannt, wie man das jetzt gelöst bekommt, ob man sagt, man macht eine interne Lösung. Da gibt es ja auch den einen oder anderen, der prinzipiell dafür in Fragen kommen könnte, weil er auch natürlich einfach lange mit dabei ist. Also ich habe da sofort an Michael Gerhäuser gedacht, der ja bei RAN.de der Chef ist. Könnte vielleicht eine Option sein, dass er sagt, okay, ich möchte dann halt auch den Verantwortung für das TV übernehmen. Oder man holt jemanden extern, einen Pit Gottschalks beispielsweise, der ja jetzt nicht mehr bei Sport1 Chefredakteur ist, könnte eine mögliche Option, eine mögliche Variante sein. Und da ist natürlich aber dann die Frage, wen du dorthin setzt, wie geht es dann halt weiter mit College Football, mit ELF Football. Ich meine, die Verträge laufen zwar noch, bei der ELF ist bis 2025, aber auch da natürlich ist dann natürlich irgendwann die Frage, ELF wird's halt, bringt dir halt das dann das Geld ein, was du halt auch investierst, weil es ist ja natürlich auch so, dass ja noch natürlich viel Geld reingeschossen wird in seine Produktionskosten oder so weiter, die ProSieben Max oder ProSieben Sat.1 Gruppe mit reinschießt und da ist irgendwann natürlich auch die Frage, macht das Sinn, machen wir da weiter? Natürlich auch gerade, wenn du jetzt vielleicht nicht so einen footballbegeisterten Menschen halt wie den Rösen halt dorthin setzt, ob der das will, wenn der halt keine Zahlen halt von, keine Ahnung, 200.000 im Durchschnitt hat, wissen wir alles nicht, aber das ist natürlich etwas, wo man dann genau hinschauen muss. Also vielleicht reduziert man es auch dann nur auf ein Spiel pro Woche, man hat es jetzt auf 2 erhöht, aber man sagt vielleicht einfach, okay, es lohnt sich vielleicht einfach nicht, so dass wir wieder auf ein Spiel runtergehen. Das sind einfach viele, viele Fragen, die da jetzt natürlich mit auftauchen. Ich bin auch sehr gespannt, was Rösner dann bei Sky macht, die ja auch ein bisschen, was man so liest, ein bisschen Probleme haben, verkauft werden sollen, ob er das Konzept mitnimmt teilweise. Also es ist gerade eine unfassbare Zeit im Sportjournalismus, weil da einfach so viel in Bewegung ist. Ja, ich meine, der Wandel hin zu so Streamingdiensten wie DAZN, das ist schon die Konkurrenz zu dem klassischen Fernsehen irgendwo. Und ich meine, Ja, du aber das ist arbeitest ja für natürlich. Sport1 auch als freier Mitarbeiter, aber ja, wie siehst du allgemein dieses Thema? Es ist halt enorm halt schwierig, weil natürlich auch immer als. Ich will jetzt nicht sagen, dass es alles schlecht läuft oder so, aber es ist natürlich, wenn du als freier Mitarbeiter ist natürlich immer so ein bisschen so. Schwingt immer so ein bisschen so eine Unsicherheit halt mit, weil du halt nie weißt, ne, wenn es da halt jetzt Umstrukturierung gibt, Einsparungspotenziale, ob du dann natürlich da auch. Da vielleicht dann auch irgendwann drunter fallen würdest, weil natürlich prinzipiell, wenn du was einsparen willst, wird dann natürlich erst nach einer freien Mitarbeit gespart, aber
Das weiß ich alles nicht. Das ist halt alles so halt so bewegende Punkte, wo man halt so als in Anführungsstrichen als kleiner Journalist halt natürlich so keinen großen Einfluss drauf hat. Aber es ist halt unfassbar spannend gerade. Ich glaube, ich habe es gestern bei der Bild gelesen, dass die Bundesliga nicht damit rechnet, so viel Geld einzunehmen wie in so einer kommenden Rechteperiode wie in der letzten, weil halt DAZN nicht grüne Zahlen schreibt, weil Sky verkauft werden soll. Also das ist sehr, sehr spannend gerade. Und das ist natürlich auch für uns Mitarbeiter, die natürlich in diesen Unternehmen mit dabei sind, natürlich auch in etwas, wo du natürlich ganz, ganz genau darauf hinschaust und dich möglichst, ja, so gut darstellen möchtest, dass du unverzichtbar bist. Also wenn selbst das Flaggschiff Fußball mit weniger Geldern dann rechnen darf. Ja, es muss sich halt rentieren, ne? Es ist auch genau wie der ELF. Du kannst halt nicht die ganze Zeit rote Zahlen schreiben, weil auch da gibt's Investoren, Eigentümer, die wollen halt ihr Geld sehen und die wollen halt nicht die ganze Zeit zubeschussen, sondern halt auch mal, ja, Return on Investment bekommen. Ist ja ganz klar. Martin, wenn du das Ganze hörst, bezogen auf unseren Football. Ich bin wirklich kein Medienspezialist. Ich habe da überhaupt keine Ahnung und es ist echt spannend zu hören, was der Sebastian da so alles sagt, was auch im Fußball ist und so weiter. Ich denke, Medien ist eine schwierige Geschichte. Es finanziert sich meines Wissens ja eigentlich nur aus ein paar Zuschüssen und ansonsten aus Werbung. Und das wird auch bestimmt nicht einfacher in der Zukunft, diese Gelder zu generieren. Und dieser personelle Wechsel macht sicherlich etwas aus. Wobei ich immer dachte, Football ist so ein bisschen Hype. Aber es scheint sich echt herauszuarbeiten, so meine Meinung, Sebastian, du musst mich da korrigieren, wenn ich da falsch liege, aber es sieht so aus, als würde sich wirklich nur die NFL wirklich gut verkaufen. Also auch die College-Einschaltquoten sind nicht ganz so toll, glaube ich. NFL ist einfach ein Hype. Und es sieht so aus, als würde sich's auf die NFL beschränken, statt auf andere Ligen auch überzuschwappen. Ja, es ist immer diese Diskussion, ne, ob es ein NFL-Hype gibt, ob es ein Football-Hype ist, ne, diese Diskussion hatten wir ja schon, bevor zur Gründung der ELF gekommen ist. Viele haben gesagt, das ist der Football-Hype, deswegen gibt es ja die ELF. Viele haben aus der GFL gesagt, nein, das ist nur NFL-Hype, wir bekommen die Spieler nicht zu den Jugendteams. Also das kann ich so bestätigen, Sebastian. Die Zahlen der Verbände, jetzt natürlich wieder Corona, ne, man kann ja alles Klar. tot analysieren, wissen wir nicht, aber die Zahlen der Verbände zeigen an, dass der Mitgliederwachstum nicht stark gestiegen ist durch diesen Football-Hype. Also das würde jetzt dafür sprechen, dass es ein NFL-Hype ist und kein Football-Hype. Da sind die Zahlen leider nicht so, wie man sich's vorstellt. Ja, es ist natürlich halt, wie gesagt, schwierig, weil halt, auch wenn es die NFL natürlich sehr, sehr breit gefächert ist, sehr groß interessant ist, ist halt trotzdem halt der deutsche oder europäische Footballsport, auch wenn man es vielleicht nicht unbedingt hören will, es ist halt schon noch eine Nische, ne? Also wenn du guckst bei den großen Portalen, die es da gibt in den Medien, gibt es vielleicht mal so eins, zwei, drei Geschichten mal, ein bisschen größer jetzt natürlich auch jetzt mit den Leipzig Kings mit Sicherheit, klar, aber ansonsten ist da halt nicht viel. Also da gibt es wenig mal was mit Ergebnissen und so weiter und so fort, deswegen kann man auch Liegt sehr schön es argumentieren. aber vielleicht auch daran, dass deine Kollegen sich mit dem Sport einfach noch nicht so wirklich auskennen, weil er für viele einfach komplexer erscheint, als er am Ende ist, aber man sich eben noch nicht so richtig genau so auskennt und aus dem Grund noch so ein bisschen Berührungsängste hat und mehr auf den Showcharakter eigentlich des Sports zählt. Kann durchaus sein. Also ich möchte jetzt keinem irgendwie was absprechen, also da kann man mich auch gerne korrigieren, aber das ist halt trotzdem, also ich meine, NFL ist halt, sag ich, NFL ist cool, das ist, weißt du, das so Leute, die du halt, ne, Tom Brady oder so weiter, das sind natürlich einfach Namen, die da sind, die das natürlich im europäischen Football, hast du die einfach nicht, das ist einfach so, da hast du klar ein paar Leute, ein paar große Namen, das sind aber dann nicht auf dem Feld, sondern eher abseits davon, deswegen kann das schon noch eine Rolle spielen, aber ich will da keinem irgendwie was absprechen. Ich weiß, dass gerade in Hamburg wird da sehr gute Arbeit geleistet. Auch die Rheinische Post macht ja auch viel mit Ryan Fire ja jetzt. Also von daher, da gibt es also auch schon ein bisschen positive Entwicklung. Aber das sind halt regionale Geschichten und halt nicht deutschlandweite Sachen. Ich meine, das sieht man ja in Hamburg, dass dann auch in der S-Bahn und U-Bahn bei diesen Videotafeln dann auch über die Sea Devils dann gesprochen wird. Also, Weil ja. die halt eine gute Verbindung haben zur Morgenpost, zur Bild und so weiter. Das musst du alles als Franchise dir aufbauen, musst die Kontakte herstellen, musst du halt regelmäßig präsent sein. Und
Da muss man, kann man auch ganz klassisch schon darüber reden, dass du einfach Pressekonferenzen machst. Also das ist ja auch, ich meine, ich mache ja virtuelle Pressekonferenzen bei einigen Teams mit, es sind zwei, Stuttgart und Wien. Die Hamburger machen es mittlerweile vor Ort, weil sie einfach wissen, dass die Leute dorthin bekommen. Die anderen Teams machen es halt nicht, weil es natürlich vielleicht auch, natürlich ist ein Aufwand, klar ist, macht's, kommen überhaupt Leute, ist die nächste Frage und so weiter und so fort. Aber natürlich mit so einem kann man natürlich auch gut arbeiten. Und da muss man dann vielleicht auch nochmal gucken, ob man pressearbeitmäßig von den Franchises vielleicht auch noch bisschen mehr investieren muss, aber Aber das ich ist ein denke Gefühl. halt auch Marketingkosten, Johannes. Ich glaube, dass das alles kostet in den U-Bahnen und so weiter. Das ist nicht for free. Da wird der Club dafür bezahlen müssen, dass er dort hängt und dass er dort Informationen bekommt. Denn damit leben die ja, ne? Oder davon leben die ja. Und das musst du halt erst aufbauen, dieses Geld. Oder musst schauen, wo es herkommt. Keine Ahnung, wie die das in Hamburg machen, aber Also es muss ich da sein. Ja, also ich weiß, ich war ja auch in Hamburg zu diesem Spiel gegen Düsseldorf, wo das Volksbankstadion mit dabei gewesen ist. Und da war ich auch ich bin auch U-Bahn gefahren, und da war es dann aber so, dass die ja quasi so Bildschirme haben und dann hieß es dann von der, oder Bild, glaube ich, die dann geschrieben hatten, hier großes Spiel Hamburg gegen Düsseldorf und so weiter. Wie das natürlich streuen oder wie es entscheiden, was dann dorthin kommt, keine Ahnung, aber also auf jeden Fall war es dieser Verweis auf die Bild und nicht halt auf den Franchise an sich. Aber kann natürlich auch sein, dass man da was gesprochen hat, dass man da vielleicht was macht, keine Ahnung. Wie hat's denn Hamburg da geschafft, 30.000 Leute ins Stadion zu bekommen, deiner Meinung nach, wenn du vor Ort warst? Ich meine, vielleicht 8.000 aus Düsseldorf oder Also die ja. haben mit Sicherheit, hat sie mit Sicherheit dabei geholfen, dass sie mit den HSV, mit dem HSV zusammengearbeitet haben, weil da gab es die gemeinsame Pressekonferenz, der mit Sicherheit auch gemeinsame Aktionen gestartet. Und man muss auch einfach sagen, dass die Hamburg Sea Devils schon auch wirklich gute Marketingarbeit leisten und das einfach wirklich präsent sind in dieser Stadt, dass sie halt immer wieder da sind. Jetzt das Stadionthema, was sie jetzt auch bewusst aufmachen, weil sie einfach wissen, okay, wir haben ja Potenzial, vielleicht Richtung 10.000 Zuschauern pro Spiel zu gehen, aber dafür brauchen wir halt das Stadion. Und dadurch, dass du halt dich ins Gespräch bringst, Leute drüber reden, wirst du halt bekannt. Menschen kommen dahin, wollen sich das mal anschauen und so. Also von daher, die machen das schon wirklich richtig, richtig gut. Das muss man einfach nahtlos anerkennen, dass die da einfach wirklich gute Arbeit leisten. Marketing, pressemäßig. Klar, die haben natürlich auch Leute, die dann Vollzeit angestellt sind, klar, aber da siehst du halt auch, dass natürlich sowas Sinn machen kann. Weil sie es halt rentiert. Rentieren tut Ja, sich ja oder? dann, wenn Ja. es halt. Werden wir sehen, ob sich's rentiert. Na, aber du Genau. hast recht. Und das ist sicherlich der richtige Weg. Auch meiner Meinung nach. Das Marketing in Hamburg ist exzellent. Das ist sehr gut. Ich glaube, die Galaxy macht da auch noch ganz gute Arbeit. Auch Ryan Fire macht da gute Arbeit. Und das siehst halt, das sind aber diese drei Clubs, die auch entsprechend dargestellt werden und die Stadien füllen. Und das macht dann schon Spaß zuzuschauen. Weißt du, Die wie viel Frage ist halt, Zuschauer? wie viel reichen, ne? Wie viel Leute reichen? Solange du halt im Sponsoring nicht wirklich Millionenverträge machst, musst du halt irgendwie schauen, wie du an dein Geld kommst. Und dann ist die Zuschauereinnahme eine ganz, ganz wichtige Säule. Weißt du, wie viele Zuschauer das aktuell in Hamburg sind und wie viel gehen da in das Stadion, Sebastian? Weißt du das? Warte, lass mich ganz kurz gucken. Ich führe immer Liste, aber ich muss da ganz kurz eben schauen. Also von daher versuche ich jetzt irgendwie die Zeit gerade ein bisschen zu überbrücken, weil ich hier eben den Orden aufmachen muss. Find ich es auf deinem Twitter-Account, ja? Nee, da findest du es in der Tat gar nicht, muss ich sogar zugeben, weil Ah, ich mache das okay. eigentlich nur für mich selbst und tau dann irgendwann mal immer was raus. Ja, okay. Da bekommen wir jetzt die Insights, die noch nicht öffentlich sind von Sebastian, Ja, hier live im ich mache Podcast. das ja auch mit Auslastung, weil ich finde halt, das ist auch noch so ein Thema, dass du halt mal schauen musst, okay, wie sind die Steine halt überhaupt ausgelastet, weil so nackte Zahlen einfach da stehen, okay, der hat halt 2000 Zuschauer pro Spiel, heißt ja, okay, gut, 2000 in 20.000 Plätze oder 2000 auf 10.000 Plätze. Das ist Ja, schon ein macht Unterschied. einen Unterschied. Ja, macht einen Ja. großen Unterschied, ja. Ja, also ins hohe Luftstadion gehen 8.000 Leute rein. Okay. Okay. Und wie viele Leute sind da immer dabei jetzt bei den letzten Heimspielen? Jetzt sind es nicht im HSV-Stadion, ist dann Also was? im, warte mal, Jahr 20, also im Vorjahr waren es durchschnittlich, wenn ich das richtig sehe, 3.500. So, Ist und auch ich glaube, genug. Auch und weit auch jetzt genug. diese, ich glaube jetzt beim ersten Spiel hatten sie 3.800 und jetzt muss ich mal reingucken, weil ich habe noch nicht die Zahlen von der aktuellen Woche reingeschrieben. Da hatten sie 3.1. Ist natürlich auch, vielleicht auch natürlich durch dieses Thema, dass du halt nicht so viel Lautstärke machen kannst, natürlich dann vielleicht auch ein bisschen schwieriger, ne? Aber die haben da oben auch gar kein anderes Stadion, glaube ich. Ne? Da gibt es nur dieses große und dann so kleine eben. Und das ist echt. Aber würde ich jetzt auch in NRW sagen, wüsste jetzt nicht, wo jetzt Rhein Fire hingehen könnte, wo man sagt, Mensch, da ist ein besseres Stadion. Da ist schon Frankfurt gut, Stuttgart gut. Das sind schon gute Stadien dann dafür.
Man setzt in Hamburg, St. Pauli ist ja eigentlich ein großes Stadion dann im Ja, Verhältnis, es ja. wäre schon besser. Aber St. Pauli Also will das, glaube ich, nicht. nee, die wollen das, Ah, glaube ich, nicht. Das okay. ist ja immer ein Problem mit den Fußballern, dass du dann, dass die halt dann irgendwann sagen, nee, wollen wir nicht und geht nicht. Aber ja, aber so ein spannendes Thema alles, ne? Naja gut, aber es ist interessant, wenn du ein paar Zahlen da eben hast. Ich suche es mir immer so ein bisschen raus, was ich gerade so finde im Internet, aber manchmal ist es genauer und manchmal nicht so genau von den Zuschauerzahlen her. Aber was ist halt so, bevor wir jetzt ein bisschen auf die Spiele genauer eingehen, was ist so dein Eindruck die Saison zur letzten Saison allgemein von den Zuschauerzahlen her und auch so ein bisschen auf Deutsche oder vielleicht auch Österreich oder Schweiz ausgelegt? Was ist da so dein Eindruck? Also ich finde was mich sehr positiv überrascht, ist München. Also Ja. was die in den ersten zwei Spielen oder an Zuschauern hinbekommen haben, das ist wirklich ein Statement. Das muss man so sagen, aus dem Stand raus. Im ersten Spiel hatten die über 6.000 Zuschauer. Das musst du erstmal schaffen. Also das ist wirklich. Unterhaching ist ja auch, sagen wir so, bei den Münchnern jetzt nicht unbedingt der beliebteste Stadtteil, wo du sagst, oh nee, Unterhaching, da will ich eigentlich nicht hinfahren. Aber sie haben es hinbekommen. Da ist auf jeden Fall eine Begeisterung da. Vergleichsweise jetzt, wenn wir auch mal die Cowboys gucken, das haben sie in 40 Jahren nicht so hinbekommen, dass man da so viele Zuschauer hinbekommt. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Stuttgart, finde ich, ist auch der Trend sehr, sehr positiv. Wenn wir natürlich nach Österreich gucken, ich meine, die Tirol Raiders sind ungefähr gleich auf so einem Level, wo das ist in Ordnung, das ist aber halt nicht so dieser, vielleicht so der nächste Step, den man erreichen könnte. Wien hat halt ein massives Stadionproblem. Also, das ist wirklich großes Chaos. Ich meine, im ersten Spiel haben immer die Generalarena wirklich gut gefüllt. Aber das ist halt, die haben halt keine dauerhafte Stadion lösen. Das ist halt deren großes Problem. Was natürlich dann auch schwierig macht, dass die Leute halt immer wissen, wo müssen halt im Spieltag hin. Weil, wenn du dir jede 2 Wochen Gedanken machen musst, okay, wo muss ich denn jetzt eigentlich diese Woche hin, um die Vikings zu sehen? Ist sehr, sehr unglücklich auf jeden Fall. Deswegen, ja, Ryan Fire ist okay. Ich glaube, da war letzte Saison so ein bisschen der Zuspruch ein bisschen besser. Liegt aber vielleicht auch teilweise auch in den späten Spielzeiten, die sie bekommen haben, mit 16:25 sonntags. Ist natürlich auch schon natürlich vielleicht eine Kickoff-Zeit, wo du vielleicht dann auch sagst als Familie, okay, dann, wenn ich dann ein bisschen weiter wegkomme, jetzt beispielsweise nicht so aus dem Ruhrgebiet, dass man dann natürlich, ne, Zeit hinbraucht, du hast eine 3 Stunden Spiel und so weiter und so fort. Familien können da vielleicht dann auch eher sagen, okay, wird mir dann ein bisschen spät, um dann die Kinder noch ins Bett zu bringen, dann hinten raus. Also, ich glaube, da ist man noch nicht so 100% zufrieden, aber insgesamt finde ich die Zahlen doch durchaus positiv. Was sind dann 13 Uhr Spielzeiten besser? Weil ich mal so gehört habe, gerade in Stuttgart, wo sie meinen, ja, vielleicht werden die späteren besser, um noch ein paar Zuschauer mehr reinzubekommen, so. Tja, du wirst wahrscheinlich dazu ganz, ganz viele Meinungen hören von ganz, ganz vielen Teams, wie sie das einschätzen. Ja, ist natürlich klar, ich meine, Stuttgart ist wahrscheinlich das späte Spiel besser, weil ich meine, dann kannst du halt tagsüber noch ein bisschen was machen bis dahin. Ist natürlich aber auch so, wenn du halt Familien halt hast oder so, die da halt im Ruhrgebiet sind, weil es ist halt einfach so, Ryan Fire halt da nicht nur das Einzugsgebiet Düsseldorf und Duisburg, sondern da kommen halt alle aus dem Ruhrgebiet so ein bisschen hin halt hin. Und so, und dann ist natürlich dann die Sache, okay, wollen wir das dann nicht noch die späte Spielzeit machen? Aber gut, das wird ganz, ganz viele Meinungen zu geben. Wir werden es im Endeffekt rausstellen, man wird mal analysieren im Endeffekt nach der Saison, ob das was sinnvoll gewesen ist, was nicht. Und dann wird man sich Gedanken machen, ob man das so weiter hinzuführen kann in der nächsten Saison oder halt es wieder anpasst. Okay, Also ja, zum Beispiel, und ich finde halt zum Beispiel die Samstagsabendspiele in Stuttgart einfach genial, weil ich finde, wenn dann die Sonne untergeht über dem Stadion, das ist einfach genial, auch wenn du dann als Kommentator nichts siehst teilweise, aber es ist einfach eine geniale Stimmung. ja, wie ist es jetzt bei dir? Du bist der ELF-Kommentator auch für einige Spiele, aber du machst es von daheim aus, also du Genau. bist nicht vor dem Stadion, oder? Bin ich nicht. Auch da Okay. natürlich Kostenthema ist ja ganz klar. Ja. Das, also Fehlt, muss bist. sagen, manchmal fehlt mir das schon, wenn du da wirklich so im Stadion sitzt, dann wirst du dann natürlich so ein bisschen mehr aufgehalten, wenn da eine gute Stimmung ist und so weiter und so fort und siehst da vielleicht auch ein bisschen halt auch andere Dinge, aber ist vollkommen in Ordnung. Da manchmal ist man da auch glücklich drüber, gerade wenn du die späten Spiele hast, dass du dann halt nicht noch irgendwie 3 Stunden zurückfahren musst oder so. Da bist du schon ganz glücklich drüber. Okay, ja. Ja, bevor wir dann noch ein bisschen genau auf die Spielergebnisse vom Wochenende eingehen, ich hätte Dienstagmittag Lotto spielen sollen. Ich habe bei der NFL-Verlosung, ich habe wirklich Tickets bekommen, ich war einer von den wenigen. Was? Ja. vor allem bei mir war es, ich hatte diesen Dienstag gar nicht auf dem Schirm. Meine Cousine hat noch bei uns in unsere Football-Gruppe geschrieben, hey, ich hoffe, ihr seid drin. Ich so, oh fuck, ja, gleich 12 Uhr, noch schnell eingeloggt, war dann drin, dann stand da Platz 1004. Und dann war ich so, habe ich die richtige Mail überhaupt geöffnet, ja? Und dann, ja.
habe ich es sogar geschafft, dieses Mal nicht auf Platz 500.000 oder 1 Million zu stehen, sondern also es geht anscheinend wirklich, dass man da Tickets bekommen kann, ja. Ja, ich habe schon festgestellt, du musst spät reingehen. Aber was hat es für einen Einfluss dann? Also ich bin spät reingegangen, ja, aber keine Ahnung. Ja, es war das Lustige. Ich war ja bei 2,1 Millionen, glaube ich, irgendwo, oder 2,2 Millionen. Bin dann Okay. mal rausgegangen und bin dann reingekommen, und da war ich auf 66.000. Aber Total es reicht ja auch nicht komisch. mehr für Nee, hat Frankfurt auch nicht dann. gereicht, aber. Ja, herzlichen Glückwunsch, Johannes. Ja, danke, ja. Also, weil ich, ja, auch so, Rene Buchner hat irgendwas getwittert, aber er hat es gefaked gehabt, so seinen Warteschlangenrang und war dann aber weiter hinten. Aber ja, also ich kann jetzt mal sagen, so in dieser Szene, ich habe sogar mal welche bekommen jetzt. Durch viel Glück, also hätte mir eine Cousine nicht mehr geschrieben, hätte ich es total verschwitzt, aber ja, von dem her vielen Dank und ich, ja, werde es ja auch mitnehmen. Grüße an die Cousine wahrscheinlich. Genau. Ja, aber gehen wir wieder zurück zur ELF am Wochenende. Martin und ich, wir waren bei dir im ZDK am Sonntag und haben uns das späte Spiel angeschaut, Munich Ravens gegen Rhein Fire. Wir haben wirklich mal zusammen ein Spiel angeschaut. Es ging ja wild los mit gleich mal für die Ravens, die direkt mal einen Touchdown gelaufen sind. Ja, Martin, was hast du so gesehen aus Coaches-Sicht bei dem Spiel? Ja, das war natürlich erst gleich ein Paukenschlag, wobei das im American Football, denke ich, jetzt nicht so tragisch ist. Du wirst mal kalt erwischt, aber du hast ja dann gerade da noch lange Zeit, das zu drehen und zu spielen. Wir haben festgestellt, dass wir es mit unterschiedlichen Augen anschauen, so ein Spiel. Ja. Bei dem Sack vom Fernandes war das so prekär, wo du was anderes gesehen hast als ich. Also ich schaue halt einfach mehr auf die Techniken, auf das, was ein einzelner Spieler macht. Und es war schon interessant, einfach zu sehen, wie du ein Footballspiel anschaust, wie ich das. Und wir haben das ja auch bewusst so gemacht, dass wir da ab und zu mal drüber gesprochen haben. Und das Spiel war ein sehr interessantes Spiel. Was ich ganz stark finde, ist, dass das Laufspiel so eingeschlagen hat. Also, weil der Tonga war ja der Hammer. Der ist ja da gelaufen, also das ist schon echt ein Ausnahmeathlet. NFL-Niveau, Martin? Also würde ich sagen, ich würde sagen, der kann auf einer Position 3, 4 in der NFL auf alle Fälle spielen. Das hatten wir ja auch da am Sonntag mal kurz besprochen. Also das ist schon stark, wie der mit Geduld, bei dem einen Zone haben wir es gesehen, wo den Namen die Cutback Lane mit Geduld und dann mit einer Explosivität da rausgefeuert ist und auch locker dann 12 Yards gemacht hat. Das ist schon echt gut, wenn du so jemanden hast. Und die Offensive Line war natürlich auch hervorragend, ne? Die hat auch schon super geblockt für dieses Laufspiel. Aber interessant, weil ich habe vor kurzem eben erst gelesen mal, ich glaube in Football Scoop war das oder so, dass eben die Running Backs zwischenzeitlich die schlecht bezahltesten Spieler in der NFL werden, weil sie ja kaum mehr gebraucht werden, weil das Spiel so passlastig geworden ist. Und dieses Spiel hat eigentlich gezeigt, wie wichtig das Laufspiel ist, dass du mit einem guten Laufspiel eben auch ein Spiel dann so gewinnen kannst, wie das Ryan Fire gemacht hat. Also ich fand es ein sehr interessantes Spiel und war toll, dass wir es zusammen anschauen konnten und dann mal die unterschiedlichen Sichtweisen diskutiert haben. Aber nimm doch mal unsere Hörer da mal mit. Ja, du hast immer sofort die Hüfte und die Technik von den einzelnen Spielern hast du sofort gesehen und ich habe einfach nur den Spielzug gesehen und wo sie jetzt hinkommen. Auf was achtest du da aus Coaches-Sicht? Also wenn wir jetzt das Beispiel wieder nehmen, es war einfach unglaublich beeindruckend für mich, wie der Fernandes eben rauskam, die richtige Schulter attackiert hat, dann sich reingelehnt hat, die Füße stetig in Arbeit hatte, Kniehub war, also dieser Anzug vom Knie war sagenhaft und dann eben noch eine wirklich gute Technik, also Release-Technik, der hat eine super Rip-Technik gemacht und hat den Offense-Liner da wirklich den rechten Tackle wirklich alt aussehen lassen und war aber sofort am Quarterback und hat ihn dann gesackt. Das waren so die Techniken, worauf ich halt achte, ne? Körperschwerpunkt tief, reingelegt, Füße bewegt, Knie hoch genug und dann die richtige Technik angesetzt. Das war so ein Lehrbuch-Play. Das könntest du eben zeigen und sagen, genau so macht man es, ne? Kontakt aufnehmen, richtige Seite angreifen. Und das sind so die Dinge, die mir dann halt eben auffallen, die ich dann sehe bei so einem Spiel. Sebastian, auf was achtest du bei einem Spiel?
Na, hoffentlich aufs Gleiche, Sebastian. Natürlich. Ist natürlich klar, wenn du halt alleine kommentierst, musst du halt natürlich auf viele Dinge einfach achten. Das ist natürlich, ne, musst du immer sehr, sehr aufmerksam halt sein, weil natürlich du halt keinen Experten hast, weil, ne, normalerweise Play by Play guckst du ein bisschen, okay, wie das Spielzeug abläuft. Der Experte schaut ein bisschen eher darauf, okay, wie hat sich das Play entwickelt, was gab es da für Sachen, und da musst du natürlich ja auf ganz viele Dinge halt achten, wo ich mit Sicherheit noch Luft nach oben habe, weil natürlich das einfach was komplett Unterschiedliches ist. Aber ich denke, ich werde das Stück für Stück besser, hoffe ich mal. Ja, aber du schaust dann schon auch so ähnlich, wie der Martin jetzt ein bisschen beschreibt, ja, wie der Athlet dann auch also kommst du überhaupt dazu, dir das so genau anzuschauen während dem Spiel oder? Das ist natürlich, also so genau werde ich natürlich das nie, das kommst du nicht hin, wenn du das nochmal in der Wiederholung dann siehst, dann ja, dann kann man es nochmal gut erklären. Aber natürlich, wenn dann ein bisschen auch gerade was abseits des Balls stattfindet, ist dann teilweise dann der Fokus einfach zu sehr auf den Ball, sodass du das dann gar nicht vielleicht auch so wahrnimmst, wie es jetzt ein Trainer wahrnimmt, der dann vielleicht auf gewisse Dinge einfach natürlich anders achtet. Deswegen, ist das manchmal nicht so ganz einfach. Ich versuche immer mein Bestes, aber es ist schon herausfordernd, muss man einfach sagen. Also Weil einfach so viel passiert. ich finde spannend, dass ich manchmal wirklich gerne auf den Ball schaue. Also weil Ja. du das sagst, dass Okay. du musst natürlich immer auf den Ball schauen, aber ich habe Plays dabei, bei denen schaue ich überhaupt nicht auf den Ball. Ganz witzig, ne? Aber jetzt nur beim Zuschauen oder auch wenn du am Spielfeldrand als Headcoach stehst dann? Ja, da am allerwenigsten auf den Ball. Okay. Also da schaue ich eigentlich fast nie auf den Ball. Denn ich in dem Falle weiß ich ja, was passieren soll und hoffe, dass das passiert und achte eigentlich eher darauf, wie der Gegner reagiert. Also auf beiden Seiten des Balles, ne? Du versuchst dann, du weißt ja, was kommt ungefähr und versuchst dann schon für den nächsten Schritt zu wissen, was wir als nächstes machen. Und da schaue ich eigentlich gar nicht auf den Ball. Also wenn ich ein Footballspiel anschaue, da schaue ich schon manchmal auf den Ball. Aber wir haben ja festgestellt, ich achte dann plötzlich, komme dann auf mit Sachen, Ja. wo ein anderer Zuschauer wahrscheinlich gar nicht hinschaut. Aber weil ich dann einfach hergehe und denke, naja, das ist jetzt eine Passsituation, jetzt gucke ich mal auf die Offensive Line, wie die das machen, was die dann machen. Und dann bist du einfach mit den Gedanken auch woanders drin und schaust dir das an und siehst dann, wow, Mensch, die Defensive Line, der macht es super, der ist toll. Ja, ist so. Das hatten wir es ja am Anfang von der Folge, wo du ein bisschen angesprochen hast, ob die Medien vielleicht ein bisschen zu sehr auf Unterhaltung setzen. Ja, Martin, dann brauchen sie so jemanden wie dich, der dann auch das richtiche Know-how dann reinbringt, um Der die Tony Romo Zuschauer der abzuholen. ELF. Bitte was? Der Tony Romo der ELF. Ohne Robo der ELF, ja, genau. Das wäre es jetzt noch, ja. Das würde jetzt noch in die Vita passen, ne? Ja, oder Nein, gleich ich zur glaube. RTL NFL, Martin, ja. Ja, ich meine, ich habe das noch nie gemacht, muss ich sagen. Der Sebastian und ich, wir wollten mal eins kommentieren zusammen. Müssen wir eigentlich Aber mal. ja, das müssten wir echt mal machen zusammen. Hat bis jetzt noch nie geklappt. Aber ich glaube, dass ich kein besonders guter Entertainer bin, Das war nämlich. sondern dazu bist du dann da, genau, das müssen wir machen. Sondern eigentlich dann schon eher detailverliebt in das, was da passiert auf dem Platz und was da entsteht und was da passieren kann. Das wäre jetzt eher so mein Part, aber den Entertainment-Part, den kann ich mir nicht so bei mir vorstellen. Also da ist, glaube ich, der gemeine Franke nicht unbedingt geeignet dafür, dann da vor Publikum entsprechend sich darzustellen. Aber Sebastian, wir können gern mal ein Spiel zusammen kommentieren. Also mit dir mache ich das gerne. Das freut mich zu hören. Ja. Ich reg's mal an, ich reg's mal an. Rieg's mal an, genau, rieg's mal an. Ja, dann werden wir euch das wissen lassen, wenn es mal soweit ist. Martins erster Fernsehauftritt dann. Ja, genau. Ja. Ja, also es war ja jetzt Munich Ravens, um noch zum Spiel zurückzukommen. Es war ja doch, also die Defense hat jeweils auch gut gehalten. Es war bis zur Halbzeitpause dann schon ein knappes Spiel dann auch. Ja, war ein super Spiel. Und die Ravens besser, als man wahrscheinlich glaubte, als die meisten glaubten. Sehr gut. Und da musste echt ein Kompliment dem Kollegen John Schub machen. Sehr gut gecoacht. Die Einzelathleten waren bei Ryan Fire sicherlich die besseren Athleten. Aber das Gesamtbild von den Ravens hat ein sehr soundes, also ein sehr gutes Bild für mich gegeben, also auch bei der Spielzugauswahl, bei den Spielzügen, wie sie das gemacht haben, war echt beeindruckend, doch, muss man sagen. Also erste Halbzeit war da wirklich auf Augenhöhe. Sebastian, wie hast du verfolgt das Spiel? Ja, also ich habe mich
Jetzt, ich habe mich so ein bisschen an das Spiel gegen die Stuttgart Search erinnert gefühlt. Dass sie auch in der ersten Halbzeit haben sie wirklich stark mitgehalten, wirklich toll gespielt. Mhm. Und dann in der zweiten Halbzeit haben sie es halt dann nicht mehr so ganz halt hinbekommen. Da haben sie noch ein bisschen Adjustments gemacht und dann haben sie halt sich ein bisschen schwerer mitgetan. Aber trotzdem, also die Ravens machen das stark. Also dass sie da so mithalten im ersten Jahr gegen Ryan Fire, da haben wir andere Mannschaften, die im ersten Jahr mit dabei sind, deutlich größere Probleme hatten. Also da ist es schon, muss man wirklich den Hut davor ziehen. Und ich hatte wirklich auch meine Bedenken, aber Markel Castle, Tony Iovo und auch Marvin Rutsch, ne, ja, machen das richtig, richtig gut. Und der Quarterback, der Jeffries, ist natürlich bombenstark. Ne? Also der ist echt, der hat für mich so dieses Jahr ein bisschen diese Zach Edwards Rolle von den letzten beiden Jahren übernommen. Also wirklich ganz stark, wie der das Spiel dirigiert und auch organisiert, ne, und managt. Das ist echt klasse, was er da macht. Du hast doch immer wieder deine ehemaligen Search-Spieler angesprochen, die jetzt bei den Ravens spielen, Martin. Wer ist da alles aufgefallen bei dir so? Ja, das ist halt so die Verbundenheit, die man da noch hat. Der Julian Mayorga ist ja dort, spielt dort im Defense Backfield. Das war schön, den auf dem Platz zu sehen, dass er dort auch die Chance bekommt zu spielen und hat er auch toll gemacht, muss ich sagen. Also das war echt stark. Der war es eigentlich besonders, der mich da so beeindruckt hat, muss ich sagen. Okay, so noch ein Wort zu deinen anderen Spielern, die du gesehen hast. Hast du noch ein paar Namen genannt? Dann kannst du es gar nicht alle aufzählen. Da war man nicht sicher in der Offense-Line, da war ich mir nicht sicher, ob der bei uns letztes Jahr war. Der hat auch nicht gespielt, also der war nicht in der Starting-Offense-Line dazu, das kann ich nicht sagen, aber ansonsten der Riedinger, der Moritz Riedinger war auch gut, hat ein paar Catches gehabt, hat einige Yards gemacht. Wenn ich da kurz einhalten darf, ich finde, er ist noch nicht so angekommen, also nicht so ein wichtiger Teil eigentlich, wie er jetzt im letzten Jahr bei Search gewesen ist, bis zu einer Verletzung. Nein, aber er hat, er wirkte für mich souveräner. Vielleicht hat ihm das gut getan, dass er eben nicht gleich so eine wichtige Rolle hat übernehmen sollen, wie wir ihm damals gegeben haben. Sondern er ist da hinter Marvin Rutsch dann zu spielen, das ist schon einfacher dann für so einen jungen Athleten. Der Morris ist ja auch noch ein ganz junger Athlet. Das fand ich schon, dass er da wesentlich souveräner gespielt hat, als er das im letzten Jahr hat. Und da lernt er, da wächst er daran. Also das finde ich schon eine tolle Sache, ihn da zu sehen. Also, siehst du den Entwicklungsschritt, ja. Ja, auf alle Fälle. Genau, dann zweite Halbzeit war dann, ja, Sebastian, ich habe es eben auch so gesehen, ja, erste Halbzeit war so ausgeglichen wie gegen die Search und dann zweite Halbzeit, ja, war dann Rheinfire schon stärker, am Ende 39-25 für Rheinfire, also Two-Score-Game am Ende. Wie habt ihr noch die zweite Halbzeit so wahrgenommen jeweils? Also wenn wir den Coach sprechen, Coach muss es ja wissen. ich hätte eben keine Adjustments getroffen, ne? Was du vorhin angesprochen hattest, Sebastian, mit den Adjustments, wie es gegen Stuttgart gewesen wäre, weiß ich nicht. Ich finde, die hätten eben nicht adjusten sollen, sondern hätten so spielen sollen, wie sie es in der ersten Halbzeit gemacht haben. Sie haben ein paar Adjustments getroffen, die ich jetzt für mich jetzt nicht so glücklich fand. Und du siehst halt dann im ersten Jahr die Unerfahrenheit. Das siehst du schon, dass dann eben ein paar Sachen, wenn das dann nicht läuft, wenn du dann merkst, scheiße, da, und dann schleicht sich noch was ein und noch was ein. Und da hat man schon ein paar kleine Fehler, finde ich, gesehen, vor allem in beiden Linien, auf beiden Linien. Offense Line hat man da ein paar Fehler gesehen, wo man dann zu viel ausweichen musste. Und das fand ich jetzt, hätte man nicht unbedingt nötig gehabt. Kann aber auch sein, dass dann irgendwann mal die Kraft nachlässt. Ne? Du spielst natürlich gegen eine Mannschaft, die wirklich komplett ist. Und das muss man sagen, Ryan Fire spielt dieses Jahr halt wirklich einen ganz tollen Football auf beiden Seiten des Balles. Also da beißt die Maus keinen Faden ab. Das ist schön anzuschauen. Das ist attraktiv. Das ist in der Offense ein guter Mix. In der Defense sehr stabil, technisch sehr ausgereift. Und schnell, ne? Sehr, sehr, sehr schnell, schnellen Football. Also da kann man nichts sagen. Das ist schon okay. Ein paar Sachen in der Passverteidigung. Aber du hast immer was. Also in einer Mannschaft. Du kannst jetzt sagen, die ist immer perfekt. Da würden sie ja einen Super Bowl gewinnen. Also irgendwas ist immer dran. Ja, Sebastian, was war dein Eindruck noch?
Ich habe da gar nicht so viel hinzuzufügen, außer ich, wie gesagt, ich habe halt so diese ganzen Flashbacks bekommen halt, was ich habe ja das Spiel Stuttgart gegen in München gemacht, deswegen habe ich mich halt an so viele Dinge wieder erinnert, dass da halt es genau auch da nicht funktioniert hat mit dem Laufspiel, dass dann auch dann einfach so diesen Ball nicht so weit nach vorne bewegt wurde, wie es halt in der ersten Halbzeit passiert ist. Und ja, da muss man einfach sagen, wenn du das halt gegen Ryan Fein halt nicht hinbekommst, dann bestrafen die das halt eiskalt. Und das macht diese Mannschaft in diesem Jahr so brutal. Also das ist, ich weiß nicht, wer die stoppen soll, bin ich ganz ehrlich. Außer vielleicht Wien. Stuttgart will ich auch noch schon gut, aber ich glaube, Ryan Fein ist schon noch ein Stück drüber. Aber würde ich schon sagen, Stuttgart und Wien sind jetzt die beiden Mannschaften, die an einem guten Tag und einem schlechten Tag von Ryan Fein auch eine Chance haben. Aber ihr seht Ryan Fire beide noch einen Ticken weiter vorne, Martin, du auch dann. Ja, also momentan, die spielen echt Sound. Ne? Und jetzt mit dem Tonga noch dazu, der hat er das erste Mal gespielt, das ist schon, jetzt, die haben Laufspiel, das ist echt sagenhaft. Ne? Und das musst du halt auch stoppen erstmal. Ja. Allerdings, die Saison geht ja noch ein bisschen und das Level musst du erst halten bis zum Ende dann auch. Ja, wobei du in so einer Mannschaft, und du siehst ja, der Clark ist ein toller Quarterback, der macht es gut, der hält die Mannschaft zusammen, der dirigiert da drin. Und wenn das natürlich immer besser läuft, dann spielst du dich auch so ein bisschen in den Rausch rein. Also dann wird die Motivation natürlich anders. Und ich bin mir sicher, der Kollege Tom Schuler ist da genau der Richtige, der dieses Team dann in der richtigen Art und Weise dann auch wirklich oben am Level hält. Ganz klar. Gut, dann gehen wir mal zum nächsten Spiel. Die Vienna Vikings gegen die Raiders Tirol. Tirol, da war auch Diskussion auf Instagram, weshalb Pro7 Max nicht das Spiel überträgt. Innsbruck ist jetzt nicht so weit von München weg, ist ja näher wie Düsseldorf. Weshalb wird so ein österreichisches Duell jetzt nicht auf Pro7 Max auch übertragen? Ich meine, am Ende war jetzt die Vikings gewinnt 34-13. Es waren 21 Punkte Unterschied und die Rheinfire gegen Ravens waren es 14 Punkte Unterschied. Also 2-Score-Game und 3-Score-Game dann. Ja, wie seht ihr das Thema, Sebastian? Ja, also ich meine, wenn wir uns auf die bisherigen Partien drauf anschauen, dann waren das immer deutsche Mannschaft mit dabei. So, und ich glaube, das ist auch der Hauptfokus, wo es bei Pro7 einfach drauf liegt, Pro7 Max, dass man deutsche Spiele zeigt, also Spiele von deutschen Teams. So, und natürlich, klar, würden wir uns alle wünschen, dass die Wiener Vikings gegen Raiders Tirol, ich meine, Innsbruck von München, sind vielleicht 2,5 Stunden, wenn man es jetzt rechnet. 2,5, 3 Stunden im Auto. Wenn überhaupt, ja. Wenn oder? Überhaupt, ja. Ja, ne. Also es ist, glaube ich, von mir, glaube ich, ist es nur 1 Stunde ungefähr von Rosenheim runter. Also das sind dann ungefähr dann 2 Stunden. Ja. Klar, natürlich hätten wir uns das alle gewünscht, aber wie gesagt, sie haben halt hauptsächlich die Rechte für den deutschen Markt halt. Klar, natürlich auch dann für die Österreich mit dabei, aber sagen wir mal so, das läuft halt einfach nur, weil es auch auf Österreich mitläuft, Pro7 Max, deswegen, ich kann es verstehen, klar, hätte es mir auch anders gewünscht, aber ich denke, die Ansage, dass man deutsche Teams, also Teams aus Deutschland nimmt, beendet die Diskussion im Endeffekt, auch wenn es natürlich aus vielleicht neutraler Fansicht, der halt jetzt kein Game Pass hat, natürlich schade ist. Ja, also für mich wäre das Spiel auch interessant gewesen, hätte ich mir gerne angeschaut, weil es hat ja schon so ein bisschen so ein Vibe, wie wenn jetzt in der das NFL halt so ein Rivalry-Game ist, wie jetzt wirklich die Minnesota Vikings gegen Green Bay Packers oder so, ne? Das schaut man das sich einfach besten, an, so ein Spieler. Das sind die besten zwei österreichischen Teams der letzten 20 Jahre. Ja. Klar will das jeder schauen. Ja, Martin, was sagst du zu dem Thema? Keine Meinung. Eigentlich. Ich kann es jetzt sagen, die Liga möchte, dass es eine europäische Liga ist, dann wäre es natürlich brutal wichtig gewesen. Der Medienpartner ist Pro7 Max, die sagen, wir wollen deutsche Spiele haben, weil sie vielleicht im Markt besser angesehen sind, weil sie höhere Einschaltquoten bringen. Keine Ahnung, was du da sagst dazu. Und ich glaube, das ist eine Entscheidung, die ist halt einfach so. Also da hast du mit mir den völlig falschen. Am Ende ist es mir egal, welches Spiel gezeigt wird. Ne? Ja. Aber zum Spiel an sich, 34-13 für die Vikings, ist das eine Ansage jetzt, Raiders Tirol, wird jetzt schwer, dass sie auch Platz 2 bekommen? Naja, das ist eine Ansage, es ist auf alle Fälle schwer, der beste Zweite zu werden, das glaube ich ist das Schwierige, aber das ist eben so, ich meine, die haben ja jetzt auch nochmal eine Chance,
Die müssen Stuttgart noch mal oder schlagen halt zu Hause. Das wäre eine Möglichkeit. Dann wäre zumindest, nee, das schaffen sie gar nicht mehr. Dann müsste Stuttgart noch mal verlieren. Puh, schwierig, schwierig, schwer. Ob du da Zumal sie auch bester noch das Zweiter bist. Rückspiel, glaub, haben sie noch das Rückspiel noch gegen Wien, glaube ich sogar noch. Ja, genau. Die haben das Rückspiel noch gegen Wien. Stimmt auch. War noch nicht in Wien, ja. Also das wird schwierig, ja. Wird schwierig für die Raiders. Sehr schade, weil es ein ganz tolles Programm auch ist. Das finde ich jetzt zum Beispiel etwas, was wir halt in Deutschland nicht geschafft haben. Da muss ich jetzt wieder zurück zu den Anfängen der ELF, weil ja auch die Stuttgarter eigentlich mit den Scorpions antreten wollten. Und du einfach siehst, dass diese Mannschaften, die aus eben einer Football-Kultur herauskommen, einfach schon besser sind, als dass man dann eben da was ganz Neues aufsetzen muss und mit dem ganz Neuen dann da arbeiten muss. Das ist eben überall schwieriger und ist in Österreich ganz toll, dass das so funktioniert und beides natürlich tolle Programme sind. Ganz Ja, klar. ich meine, das, was jetzt Stuttgart auch mit dem Umbruch, das ist natürlich, wenn man es finanziell stemmen kann. Aber ansonsten hat der Tirol dann schon aus der eigenen Jugend, wo sie dann die Spieler auch herholen können und müssen nicht irgendwie einkaufen, in Anführungszeichen dann, ja. Das macht schon mal sehr viel aus, ne? Dieses Jugendprogramm, dieses Leistungszentrum und so weiter sind schon ganz wichtige Dinge, die man da hat, ne? Ja, zumal sie auch ja eine Spielkultur haben, ne? Also die werden ja auch in den Jugendmannschaften und auch im AFL-Team halt genauso spielen, wie sie halt in der ELF spielen. Das heißt, Genau. Playbook dürfte ähnlich sein und so weiter. Das ist natürlich dann auch von der Umstellung für dich als Ja, Spieler ganz einfach. vor allem Terminologie, ne? Das ist das Allerwichtigste, dass sie wissen, was sie meinen, dass die gleiche Sprache sprechen. Das ist das sicherlich schon mal wichtig. Und Tirol muss natürlich irgendwann auch da wieder einen Schritt machen. Also die Raiders müssen da irgendwann einen Schritt machen. Genauso wie, ich habe das glaube ich auch schon mal gesagt, genauso wie auch die Rucklow Panthers irgendwann den Schritt machen wollen und müssen. Das ist etwas, was denke ich irgendwann schwierig wird. Man muss schon schauen, dass man dann auch außerhalb Deutschlands und Österreichs mal ein Team findet, das dann wirklich ganz oben mitspielt. Ja. Letztes Jahr war Barcelona Ja. so ein Hype-Team, wo man dachte, hey, das wäre jetzt das Ding, aber in den Playoffs dann war halt die Luft raus, ne? Dann ging es halt nicht mehr. Haben jetzt 19 zu 22 bei den Helvetic Guards verloren, Ja, also ganz komisch. Also ja. völlig komisch. Sebastian, was sagst du dazu? Also das ist wirklich komplett krudes Spiel. Also Hat halt uns wirklich. gefunden? Ich hab's teilweise gesehen. Weil ich weiß gar nicht, wann ich war. Ich hatte, glaube ich, irgendwie was zeitweise. Ich glaub, musste, glaube ich, arbeiten, glaube ich, noch. Deswegen war das, also es war wirklich. Ich habe dann das Finale gesehen, wo es dann in Richtung Ende des vierten Viertels und dann Overtime. Das ist komplett wildes Spiel gewesen. Also, was ist denn da los gewesen mit Barcelona? Total verrückt. Oder haben die da nicht alle dabei gehabt? Oder was haben die da gemacht? Also ich finde ja, also wenn man jetzt mal was Positives herausführen muss, ich finde, dass sich der spanische Wide Receiver Jorge Tedia echt richtig stark entwickelt hat. Ich glaube, er hat es zum dritten Mal in Folge die meisten Catches gehabt bei den Dragons. Also der ist wirklich aus der Slot raus, ist der wirklich eine verlässliche Anspielstation, der sich dann auch natürlich neben den beiden großen Namen, ne, wir reden alle über Theo Landström, den schwedischen Wide Receiver, über Josh Johnson, aber der hat sich echt gut entwickelt, finde ich persönlich. Also der ist ja wirklich ganz, ganz solide. Wird auch gut Aber von den Corner bedient. ja. Also macht er echt gut, der Quarterback. Ja. Und ja, irgendwie so wirkt so ein bisschen, als ob so diese ersten 2 Wochen vielleicht ein bisschen drüber hinweggetäuscht haben, wie die eigentliche also die einzige Leistungsqualität der Dragons vielleicht da sind. Also es haben ja beide, glaube ich, erst die Seamen geschlagen und dann die Guards geschlagen, aber es war jeweils in deren ersten Spiel. Das ist natürlich ein bisschen einfacher und dann sind sie ja zweimal böse verloren und jetzt diese Partie, ich glaube, das tut ihnen eigentlich am viel meisten weh. Also ich glaube, die anderen beiden Niederlagen, die kann man so kassieren, aber die zwei, also die Niederlage jetzt, die tut richtig, richtig weh. Die tut richtig weh. Und die könnte, also da haben die Trainer jetzt eine Riesenarbeit, da den Turnaround zu kriegen. Dass das jetzt nicht in die falsche Spiralrichtung geht. Aber Martin, wie ist es, weil du das ja letztes so auch immer wieder so ein bisschen betont hast, dass so ein Spiel dann auch mal, wenn du jetzt zwei, drei Spiele ein hohes Level gehalten hast, dass dann mal so ein Spiel kommt, wo irgendwie mal nichts funktioniert, wenn es irgendwie ein eher unerfahrenes Team ist. Ich meine, es gab auch einen großen Umbruch in Barcelona. War das vielleicht so ein Spiel für die jetzt? Vielleicht kann ich nicht beurteilen, da steht mir zu wenig drin, aber das gibt es natürlich immer wieder. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie deren Zustand ist, aber bei uns war es ja immer so, Stuttgart war ja immer im Aufbau. Stuttgart, wir haben ja immer aufgebaut, ein, zwei Jahre lang immer aufgebaut und dann hast du eben ein junges Team und wir hatten ja eben
eben auf diese regionalen Spieler sehr viel Wert gelegt. Und die waren halt einfach noch nicht so weit zu diesem Zeitpunkt. Und in Barcelona, naja, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen, ob die dann jetzt so weit sind und wo das Gros der Spieler herkommt, aber das sind meistens in Spanier, die sind sicherlich auch noch im Aufbau. Und die hatten natürlich im letzten Jahr vor allem ganz stark partizipiert von Zach Edwards und Cam Sweet und Nico Lester in der Defense, der Erfahrung da reingebracht hat. Also das war schon echt toll. Und da natürlich der Kollege Weidinger, ne? Der Coach Weidinger ist jemand, der richtig guten Football coachen kann. Und das hat man gesehen. Ne? Das war ganz klar, dass das jetzt so ist. Ne? Und jetzt müssen sie sich halt auch wiederfinden. Jetzt müssen sie halt aufpassen, dass da nicht in die falsche Richtung geht. Denn bisher, Sebastian, finde ich, spielen sie eine echt gute Saison. Ja, definitiv. Also ich meine, wir hatten ja alle so ein bisschen gesagt, so auch jetzt, ne, weil alle weg sind, alle wichtigen Spieler sind sonst wo hingegangen, haben das eigentlich bisher wirklich gut gemacht. Jetzt, wie gesagt, 3 Niederlagen in Folge. Jetzt die ersten zwei will ich jetzt sagen, okay, kann man halt kassieren, aber jetzt natürlich die Guards, das dürfte schon nochmal wehtun. Ist zu weh, ja. Die Guards ja, weil es halt wirklich umkämpft halt auch in deren Division halt ist, ne, da unten drunter. Ja. Also ich meine, klar, hinter München wird's dann schon noch ein bisschen schwieriger, da ranzukommen, aber du solltest schon halt schauen, als etabliertes Team, dass du halt vor den Siemen und halt vor den Guards halt reinkommst, ne? Genau. Und das könnte jetzt irgendwann mal kippen, ne? Ja, also ich meine, ich glaube, der GM hat das ja schon, ich glaube, in seinem Statement fand ich ziemlich deutlich gesagt, dass sie den Kader komplett neu, also nochmal mehr Qualität brauchen, was auch so ein Zeichen ist, zu sagen, okay, wir haben vielleicht nicht genug Qualität im Kader. Da gab es auch dieses offene Tryout, glaube ich, jetzt vor 2 Wochen, wenn mich nicht alles täuscht. Haben auch fleißig Spieler nochmal, glaube ich, ins Practice Squad aufgenommen, irgendwie 8 Stück, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Aber das wird für die jetzt natürlich dieses Jahr enorm wichtig, weil nächstes Jahr gibt's Madrid mit dabei. Das heißt, da gibt's auch nochmal Spiele, die du vielleicht nicht mehr bekommen kannst. Und da musst du gucken, dass du halt auch Spieler jetzt überzeugen kannst und dass du da einen guten Eindruck auch machst. Weil, was man auch so hört zum letzten Jahr, waren da wohl auch viele Spieler auch frustriert über die Franchise, wie das geführt wurde. Und deswegen musst du da halt gucken, dass du halt wieder so dieses, ja, so ein Wir-Gefühl beschaffen kannst, wie es ja auch im letzten Jahr gewesen ist. Ich meine, wir erinnern uns alle an diese TikTok-Dance, die da gemacht haben nach jedem Sieg und so weiter. Ja. Das war, die haben nicht gefeiert und so weiter. Und ich glaube, auch diese Gemeinschaft ist halt immer noch da, aber halt die Franchise muss halt gucken, dass auch die Spieler entsprechend gut behandelt werden. Das ist klar, ist wichtig. Ne? Aber ein spannendes Thema ist Madrid-Barcelona. Das wird sicherlich auch noch ein Thema. Aber muss jetzt nicht heute sein, Johannes. Ich soll dein Verzeichnis. Ne? Gut, gehen wir anders mal drauf ein. Ja, bleiben wir mal bei Stuttgart. Stuttgart gewinnt 14-6 gegen Paris. Also man sieht bei Stuttgart schon, dass die auch so mit einer starken Defense auch, ich sag's mal, Low-Scoring-Games, aber dann schon noch dominieren und gewinnen. Wie, Sebastian, wie nimmst du das wahr? Ja, bin ich absolut bei dir. Also ich finde, ich hatte ja so ein bisschen Zweifel bei der Tiefe der Defense von Stuttgart Search und jetzt, als die Verletzungen kamen, sind ich so, okay, wird ein bisschen eng werden, aber absolut brutal. Also was diese Defense da schon wirklich hinstellt, das ist wirklich richtig, richtig gut. Auch natürlich auch mit einigen Jungs, ne, die auch vom letzten Jahr, also von den Anfängen mit dabei sind, den Nick Wenzelburger beispielsweise. Ich finde, Ben Wenzler macht das immer noch überragend als Cornerback. Und ansonsten hast du einfach so viel Qualität auf den Positionen. Also das ist schon richtig, richtig stark. Und da kannst du dann auch mal, dann fällst du auch nicht mal so ins Gewicht, wenn du so viele Turnover halt hast wie in dem Spiel. Am Ende gewinnst du es halt trotzdem, weil du halt einfach diese Defensive hast, die halt aktuell wirklich ganz, ganz schwer zu schlagen ist. Weil da muss man sagen, Offense hat viele Fehler gemacht, viele Turnover produziert. Wie viel waren es denn? Ich habe jetzt das Ding gar nicht da. Boah, warte, ich hab's gerade aufgemacht, weil ich auch nochmal geschaut habe. Aber das müssten. Warte mal, ganz schnell, ich schaue eben geschwind. Warte mal, die hatten Interception auf jeden Fall mit dabei und den Fumble, glaube ich, noch, ja. Also sind dann 2. Ich meine, Zach Edwards hat auch 3 geworfen, aber da gab es schon ein bisschen so Wessel Dazzle von Jan Weinreich teilweise. Ja, Martin, wie siehst du's? Ja, ähnlich wie der Sebastian. Ich weiß jetzt ja auch nicht, wie die Situation in Stuttgart ist, aber ich fand es schade, dass man den Marc Scherenberg jetzt auch nochmal holte. Oder schade nicht, aber ich habe mich gewundert, weil das Defense Backfield sieht eigentlich stabil aus. Und der Marc ist natürlich ein hervorragender Spieler, der bringt da nochmal richtig Qualität und richtig Erfahrung mit rein. Aber die Notwendigkeit hatte ich eigentlich nicht gesehen, außer es gibt da Verletzungen oder es gibt was Internes, was wir natürlich nicht wissen, was da gemacht wurde. Aber der Marc passt natürlich in das Konzept der Stuttgarter, weil er eben in Schwäbisch Hall gespielt hat, so wollte ich sagen. Weil er eben schon in Schwäbisch Hall auch gespielt hat und die Verteidigung kennt und das wird nochmal eine Verbesserung bringen, die
die ich eigentlich gar nicht so gesehen habe, dass man die braucht, weil das war ja schon hervorragend. Gut, dann Spiel am Samstagabend. Frankfurt Galaxy gegen Milano Siemen, 40-33 für die Galaxy. Also High-Scoring-Game in Summe und in Anführungszeichen aus Galaxy-Sicht mit nur 7 Punkten Vorsprung gewonnen dann. Also hast du mit Andy Meyer schon gesprochen, Martin? Hat er die Defense nicht ganz so gut gehalten dann? Wie sieht's Andy Meyer? Liebe Grüße an dieser Stelle. Wir haben schon telefoniert, klar doch. Siemen ist einfach auch eine Mannschaft, die vielleicht vom einen oder anderen unterschätzt wird. Die haben eine gute Offense. Das ist nicht so ganz einfach, die zu halten. Also das sieht man schon. Und die Defense hat sich ein bisschen schwerer getan, aber die haben sich ja gefangen. Die haben dann ihren Rhythmus gefunden und dann hat es ja auch gepasst. Und ja, manchmal gibt es eben so Spiele, die ganz eng sind, aber vielleicht waren die Erwartungen auch zu hoch. Und dann hast du ein Auswärtsspiel. Ja. Das ist schon alles, ne? Du weißt, du solltest, du bist eigentlich am Gewinnen und ja, Siemen, und dann gehst da hin und vielleicht nimmst du das ganz so ernst. Aber war gut, war am Ende war es ein Spiel, finde ich, das ein gutes Niveau hatte. Und es zeigt auch, dass in Italien da wirklich ein guter Aufbau passiert ist, dass die gut sich vorbereitet haben auf dieses Spiel. Was ein bisschen schade war, fand ich, war da die Zuschauerzahl, Sebastian. Wie meinst du, wie siehst du das? Ja, also ich finde auch, Italien hat auch noch ein bisschen Luft nach oben bei den Siemen. Ich meine, die haben, glaube ich, schon, einen Zuschauerrekord aufgestellt, in Anführungsstrichen, was aber, glaube ich, viel mehr darüber spricht, wie schwierig das vorher gewesen ist, in Anführungsstrichen. Also ich glaube, im ersten Spiel hatten sie 1.700, jetzt 1.500. Ja. Das ist okay, aber man muss halt auch sagen, ich meine, wenn ich jetzt an Football in Italien halt denke oder auch so generell, das ist, glaube ich, nochmal eine größere Nische als auch bei uns. Deswegen finde ich, dass dann 1,7 dann irgendwie in Ordnung ist, beziehungsweise jetzt 1,5, aber es ist halt klar, das natürlich nicht die großen Sprünge. Ja, es reicht nicht, finde ich. Ne? Es reicht nicht, um sowas dann irgendwann zu finanzieren. Und ich meine, ich will da keinem zu nahe treten, aber ein Franchise oder ein Club in Italien, das ist natürlich, Italien ist ja nochmal mehr Fußball als Deutschland, finde ich. Ne? Definitiv. Und ja. Da ist es halt schwierig, dann. Weil hast du natürlich noch ganz viel Wintersport, das darfst du auch nicht vergessen, ne? Das ist auch ein Riesenthema in Italien. Ja. Gut, klar, jetzt noch mal jetzt natürlich nicht, aber ja, da gibt es schon noch Sportarten, die sich sehr interessieren. Radsport beispielsweise. Ja, also das, da finde ich den Markt halt nicht unbedingt vorher gut analysiert. Ne? Vielleicht sucht man sich einfach Leute und sagt, ja, hier, mach ein Franchise, sei dabei und so weiter. Also die NFL Europe hatte damals in Italien kein Team gemacht, glaube ich, da, weil die den Markt einfach vorher entsprechend analysiert hatten und dann gesagt haben, da in dem Markt, da ist gar nichts. Die waren mit Barcelona ja schon nicht glücklich. Da waren auch oftmals nur 5.000 Zuschauer im Stadion, als in der NFL Europe Zeit war. Ne? Ja, natürlich, aber wenn du es halt sportlich halt nimmst, das ist halt das Land des Europameisters. Ne? Italien ist Europameister geworden, also amtierender Europameister. Von daher kann man auch schon verstehen, dass man auch so sportlich sagt, okay, hey, wir haben hier tolle Leute, darf man nicht vergessen, viele spielen auch haben bei den Unicorns gespielt, ne? Da gibt's einige Jungs. Ja. Aber also zumindest sportlich kann man nicht drüber reden, ob es dann wirklich dann halt dafür reicht, um dann halt eine gewisse Zahl oder auch das alles zu stemmen finanziell. Das werden jetzt, glaube ich, die nächsten 2 Jahre dann zeigen. Auf alle Fälle, ja. Hat Andy Meyer was so von der Reise an sich erzählt? Waren die mit ihrem Frankfurt Galaxy Flieger da? Ja? Die waren noch, glaube ich, nicht. Ich meine, die sind noch teilweise mit Bus, glaube ich, sogar gefahren, die Coaches, glaube ja, ich. Ja, die Trainer, die Coaches sind mit dem Bus gefahren, und die Mannschaft ist wohl geflogen. Okay. Wie war das für ein Andy? Oder hat er gar nichts gesagt dazu? Doch, die hatten eine erinnerungswürdige Reise, denke ich. Die haben sich da sehr gefreut, dass es alles so gelaufen ist. Also das hatten die Coaches für sich eine gute Zeit und die Spieler für sich und dann sieht man sich wieder und dann geht's los. So, ja. Okay, sehr schön. Aber auch ohne Kosten, ne, Sebastian, das ist schon echt verrückt, ne, was da dann alles an Kosten auf das Team zukommen. Ja, wenn der Flieger schon mit den Spielern voll ist, dann. Aber ja, ich glaube, die sind auch wirklich, glaube ich, mit dem Linienflug, glaube ich, geflogen, weil ich glaube, irgendwie war was mit dem Flugzeug, weil normalerweise wären die, glaube ich, geflogen, aber da war irgendwas, glaube ich. Ich hatte das irgendwo gelesen, aber wenn es falsch ist, dann seht es mir nach, aber ich meine, dazu hatte ich was gelesen gehabt.
Deswegen die Trainer mit dem Bus, keine Ahnung. Ja, die Trainer sind dann das schwächere Glied in der Kette. Ja, genau. Das ist dann zwar, das ist alles schön. Mir geht's, wenn ich sowas höre, dann denke ich immer, ich meine, wir hatten auch, glaube ich, zwei Übernachtungen. Ich denke halt immer direkt an die Kosten. Ich meine, wenn das Geld da ist, kein Thema, ne, dann bin ich da sofort dabei, dann möchte ich das auch alles mitnehmen. Aber ich habe halt immer denken, wow, hey, das sind brutale Kosten, die da auf einen zukommen. Da kommt der Franke Aber es raus, ist der halt da, Sparsame. wenn ich immer im Football bin und bisher immer nur auf die Billigversion achten musste. Ne? So meinst. Da kommt der sparsame Franke raus, wollte ich gerade sagen. Ja, schwäbischer Anteil, warst du lange in Stuttgart, Martin, ja. Der Sparanteil. Gut, dann Berlin recht eindeutigen gegen Budapest, gegen Fehava, 6:60 für Berlin, also recht eindeutig, glaube ich, nicht viel dazu sagen. Hamburg Sea Devils 17:10 gegen die Rogler Panthers. Dann hätten wir den Spieltag abgeschlossen. Ja. Meine, ja, One-Score-Game am Ende, für Hamburg gut. Rogler hängt dann noch ein bisschen in den Seilen. Sebastian, wie siehst du die beiden Mannschaften? Ja, ich glaube, das Spiel hat gezeigt, dass sie eigentlich ungefähr auf Augenhöhe gewesen sind, ne? Die Panthers hatten ja das Hinspiel gewonnen gehabt. Und ja, Stimmt, das ja. war schon. Also ich glaube, das erste Viertel war irgendwie gefühlt nur Hamburg Sea Devils. Die lagen aber trotzdem zurück nach dem ersten Viertel, weil sie es halt nicht geschafft haben, halt Punkte zu erzielen. Und das war schon so ein bisschen so, beide Offensiven haben sich sehr schwer getan. Also wir haben ja auch, ne, den polnischen Running Back ja auch sehr gelobt bisher, David Prosowski. Aber der hat sich unglaublich schwer getan. Aber da lief auf einmal das Running Game der Sea Devils irgendwie, warum auch immer. Also es war schon spannend zu beobachten, aber eigentlich hätte ich gedacht, dass Hamburg das deutlicher gewinnt. Am Ende sieht es ein bisschen glücklich aus, obwohl sie eigentlich so gefühlt die ganze Zeit irgendwie am Drücker waren, haben sie es irgendwie nicht so ganz aufs Board gezaubert. Also beide Teams sind auf Platz 3 in ihrer Conference, also nicht in den, noch nicht in den Playoffs. Ne? Für Hamburg wird schwer. Die haben Frankfurt vor sich und Rhinefire. Und die Wacker Panthers haben Thunder und Vikings vor sich. Und bei den Thundern bin ich der Meinung, die haben mit die beste Entwicklung in der Liga. Also die finde ich, das ist ein ganz toller Aufbau über 3 Jahre hinweg. Und die können sicherlich jetzt dann irgendwann mal die Ernte einfahren, die sie so investiert haben. Ja, Für mich spielen eine gute Saison, ja. eigentlich die größte Frage eigentlich irgendwie bei Berlin, und das kann ich irgendwie, vielleicht kannst du mir das erklären, Martin. Ich meine, wir haben ja viel darüber geredet, dass sie vielleicht das beste Wide Receiver Trio haben, ne, mit Robin Wilczek, mit Aaron Jackson und mit Max Zimmermann. Aber irgendwie finde ich, Max Zimmermann ist irgendwie bisher irgendwie noch nicht so der Faktor, den ich eigentlich erwartet habe von ihm. Also da habe ich irgendwie ein bisschen mehr erwartet. Ich weiß nicht, wie es du bisher gesehen hast. Naja, also ja, kann man jetzt so sagen, aber ich finde gerade, dass der Wilczek sich in Szene setzt oder wird dadurch in Szene gesetzt. Die Verteidigungen sind stark auf den Zimmermann fokussiert, die stellen den besten DB immer auf ihn und damit werden natürlich die anderen frei und das Ja. macht's aus und vielleicht ist er deswegen auch jetzt gerade noch nicht so in Szene gesetzt worden, wie das so der Fall sein könnte. Aber der Quarterback bedient alle sehr gut, sehr gleichmäßig, finde ich. Und das, also ich finde es ein sehr interessantes Spiel und ich finde, die Berlin Thunder haben da einen ganz, ganz tollen Job gemacht. Ja, und ich finde auch, dass es Slade Jarman ja eigentlich gut macht, ne? Dafür, dass der reingekommen ist, ne, mitten in der Saison, jetzt zwei Spiele wirklich gut performt. Also das Also hätte ich jetzt nicht so erwartet. die Mannschaft sieht eben sound aus. Ne? Das sieht so aus, als ist die sehr wohlbedacht ausgewählt und die Puzzlestücke wirklich gut zusammengefügt. Ja, dann ein Lob nach Berlin noch an der Stelle, ja. Gut, Vielleicht am Ende nicht ganz, noch nicht ganz reicht, weil die großen Teams, eben Rhinefire und so weiter, die geben halt einfach nochmal richtig Gas, ne? Oder Vikings oder so. muss ein Björn, wenn er nochmal den Geldbeutel aufmachen, um da mithalten zu können, Oh, ey. Das schlage ich dann. mir nicht vor. Ja, muss ja immer nachhaltig sein, ja. Gut, dann schließen wir einen ELF-Spieltag ab. Ich würde noch ganz kurz über die GFL gehen, aber nicht so drauf ein, weil wir jetzt schon sehr weit fortgeschritten sind heute. Also wie angekündigt, Sebastian, es wird länger mit dir. Wir können noch viel länger drüber reden, wenn du willst, Johannes. Ich fange gerade nur an. Das hat er mir nicht gesagt, Sebastian, dass es heute länger dauern Dafür opferst du deinen Urlaub. Das tut mir echt leid, Martin. wird. Das ist okay.
Also, Straubing Spiders verlieren 28 zu 45 gegen die Ingolstadt Dukes. Die Munich Cowboys gewinnen 24 zu 21 gegen Marburg. Potsdam Royals gewinnen 40 zu 33 gegen die Braunschweig New Yorker Lions. Die Saarland Hurricanes 47 zu 18 gegen die Ravensburg Razorbacks. Die IFM Berlin. Ravensburg Razorbacks. Bitte aufpassen. Ich habe da schon Ärger bekommen deswegen, weil ich das einmal vergessen habe. Wie kannst du es Oh, nochmal richtig sagen? IFM Razorbacks Ravensburg, so ist es richtig. Oh, das haben wir immer falsch gesagt, Martin, dann. Aber es ist noch keine Beschwerde bei uns. Dann Berlin Adler gewinnen auch wieder 23 zu 14 gegen Kiel. Und die Allgäu Comets verlieren 21 zu 24 gegen die Schwäbisch Hall Unicorns. Ja, jetzt würde mich doch dann noch kurz eure oder auch deine Einschätzung zu GFL noch interessieren, auch Sebastian. Ja, wie siehst du die GFL zurzeit? Also meinst du jetzt rein sportlich oder das drumherum? Das ist die Beides, Frage. beides, beides. Also ich find's sportlich unheimlich interessant, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich hätte jetzt, wenn wir jetzt mal aufs sportlich beschäftigen, ich tippe ja auch fleißig immer, und ich hätte nicht gedacht, dass Braunschweig verliert gegen Potsdam. Also das muss ich schon sagen, das hat mich schon noch ein bisschen überrascht, weil ich von der Defense eigentlich der Braunschweig bisher sehr überzeugt gewesen bin. Aber dass die 40 Punkte gegen Potsdam zulassen, das ist schon echt happig, aber muss einfach sagen, diese Potsdam Offense, die ist so brutal gut, das muss man einfach sagen. Also was die da wieder aufgestellt haben, die ist ja von gar keinem Team aufzuhalten. Auch gegen Dresden haben wir überragend viele Punkte gemacht. Deren Problem ist aber, dass die Defense halt auch so viele Punkte halt zulässt. Das kann ihnen vielleicht dann wirklich wehtun. Gegen Dresden hat es ihnen wehgetan. In diesem Fall haben sie es ganz gut hinbekommen, hatten vor allen Dingen auch den Running Back der Lions sehr, sehr gut im Griff, Dwayne Obi. Ne, nur 81 Yards, das ist schon echt gut. Aber natürlich, klar, die Lions konnte ich auch nicht viel laufen, weil natürlich auch sie ja irgendwie mithalten mussten mit dem Scoring-Power der Potsdamer. Aber ich finde den Norden wirklich sehr, sehr spannend, und den Süden ist auch irgendwie auf seiner Form spannend, aber halt nicht, glaube ich, so auf dem Level einfach. Das sieht man wieder in diesem Jahr. Ich hatte eigentlich gedacht, dass vielleicht die Comets die Unicorns schlagen können, aber das war wirklich in der ersten Halbzeit war es nicht viel, was die Comets auch gezeigt haben. Haben es in der zweiten Halbzeit besser gemacht, aber da waren halt dann der Rückstand dann einfach schon zu groß, dass sie es dann haben aufholen können. Aber es zeigt, glaube ich, auch einfach, dass die Unicorns nicht mal so dominant sind, was wir alle erwartet haben, aber trotzdem halt immer noch im Süden das Team sind, was du halt schlagen musst. Und das ist halt immer noch schwer, das muss man einfach so sagen. So, und jetzt noch das Drumherum, Sebastian. Ja, also wenn wir uns, ich gucke auch immer die Streams und so weiter und so fort, und also man möchte ja, also ich hab denen ja auch dieses Mal extra bewusst Zeit gelassen und sagen, okay, gut, wenn es halt neue Teams oder neue Teams gibt am Stream, ne, die brauchen ein bisschen Zeit, sich zu entwickeln, aber bei manchen Streams sieht man keinerlei Also Entwicklung. Also Kamerateams meinst du jetzt und so? ja, also wir hatten es, glaube ich, bei die Potsdam hatten es gesagt, dass die neue Kommentatoren hatten. Auch in Ordnung, ne? Dauert auch eine gewisse Zeit oder so, aber ich glaube, der liebe Carsten Keller hat es geschrieben bei Twitter, und ich habe es mir auch angehört. Also das, was die Saarland Hurricanes oder Kommentatoren hingestellt haben, du, boah, also das war schon eine hart grenzwertig, das muss man einfach so sagen. Also nichts gegen die Jungs, die hatten Spaß, die haben sich sehr gefreut, aber Streams müssen meiner Meinung nach ein bisschen neutraler sein, und das war es halt einfach nicht. Meinst du, da hätte ich bei der GFL eine Chance als Kommentator? Ja, definitiv, Martin, definitiv. Definitiv. Also wärst du wahrscheinlich sogar das Star-Kommentator und könntest das locker hinkriegen. Nein, aber weißt du, zum Beispiel, wenn ich mir jetzt anschaue, ich nehme mal zum Beispiel Straubing, weil ich in Straubing halt immer finde, oder ist auch jetzt, ich glaube, das dritte oder vierte Heimspiel habe ich von denen schon gesehen, wo halt einfach der Ton in meinen Augen immer noch nicht so gut ist, dass ich den verstehen kann. Und dann hast du natürlich den bei einem, ich glaube, wir hatten das mal, ich weiß nicht, ob es letzte Woche war oder vor 1, 2 Wochen, dass ein 98-Yards-Play der Gegner gemacht wird. Und der ist halt stumm. Das geht halt einfach nicht. Du kannst halt bei so einem Play, auch wenn es der Gegner ist, halt nicht stumm bleiben. Das ist halt einfach. Aber willst du erwarten, wenn es halt von den Vereinen ist, die Leute, die dort hingesetzt werden, die natürlich die Vereinsfarben tragen, was ja auch komplett legitim ist, aber wenn du irgendwann halt auch die Leute ansprechen willst, die ja prinzipiell im Stream eher Auswärtsfans sind, wirst du das Stimmt, damit ne? nicht schaffen. Das ist ein guter Punkt, Sebastian. Das ist ein sehr guter Punkt. So habe ich es noch gar nicht gesehen. Klar, die im Stream sind die Auswärtsfans und die musst du irgendwie erreichen, klar. Ich meine, alle reden ja immer darüber, ja, durch die Streams kriegt man weniger Fans ins Stadion, was ja
eigentlich kompletter Schwachsinn ist. Also es gab ja wirklich diese Argumente jahrelang in der GFL, mit Streams kriegst du die Menschen nicht mehr ins Stadion. Und dann denke ich halt, das ist halt, stimmt halt nicht. Also mit Streams kriegst du dann noch mehr Leute vielleicht prinzipiell in den Stadion, weil sie halt sehen, okay, das ist eine gute Stimmung und so weiter. Da müssen wir zum ersten Mal so eine Barriere überbrücken, aber du musst halt einen guten Stream halt voll abliefern. Und wenn ich halt dann teilweise dann die Streams dann sehe, oder ich glaube, die Sideline-Kamera in Potsdam, die war so, von der Qualität her so schlecht, das war das Bild, das war so verpixelt oder auch so verschwommen irgendwie, das ist halt nicht schön anzuschauen. Nokia-Handy in altes, oder wie? Keine Ahnung, kann sein, ich weiß es nicht. So ein altes Foto-Handy vielleicht, ich weiß es nicht. Ja. Aber es ist, wie gesagt, ich meine, ich lasse jedem seine Zeit, dass er es besser machen kann, aber ich erwarte, wenn wir jetzt im Juli halt sind, dass halt die Streams halt irgendwann besser werden. Und wenn das halt nicht ist, dann weiß halt, dass das Geld lieber in Imports investiert wird. Wir haben es in Saarland gesehen, da wurde einmal die Imports komplett ausgetauscht, alle vier. Ja, läuft jetzt sportlich wieder, der Stream ist trotzdem nicht gut. Ja. Das ist das Problem, das wir schon immer in der GFL haben. Das, finde ich, macht die ELF auch besser, dass eben Geld nicht nur in Spieler investiert wird, sondern auch in andere Dinge. Ja, das ist, ich meine, dadurch, dass du ja, wenn du ja einen guten Stream hast und wirklich Leute auch reinkommen, kannst du das ja auch verkaufen. Du kannst Sponsoring darüber machen, du kannst Werbemittel verkaufen. Das heißt, du hast automatisch dann mehr Geld zur Verfügung, dass du dann ja wieder in deinen Kader investieren kannst. Ja. Aber diese Denke herrscht, glaube ich, bei vielen Teams, also nicht bei allen, aber bei vielen Teams einfach nur nicht so vor, dass sie sagen, hey, ich habe einen guten Stream, kann damit ein bisschen mehr Geld verdienen, kann das dann in die Mannschaft investieren, in Trainer, in die Jugend, wo auch immer. Aber muss es halt wirklich, wirklich wollen. Und das habe ich bei einigen Teams halt nicht den Eindruck. Ja, aber Sebastian, ich glaube, das ist nach wie vor eben diese Vereinsdenke, die da kommt. Die hast du ja auch im Fußball. Ne? Da gibt es einen, der pusht dann in irgendeinem kleineren Ort, pusht er die Fußballmannschaft mit Geld, die kaufen Spieler ein, dann sind sie hoch und dann tut es einen Schlag und es ist alles wieder weg. Aber wenig in die Nachhaltigkeit. Das ist leider im Sport immer noch so. Ne? Und du kommst eben aber auch ohne gute Spieler, die du bezahlst, nicht weiter. Denn das dauert dann lange. Aber lange haben wir ja nicht mehr in unserer heutigen Zeit. Heute ist ja alles, muss ja alles schnell gehen, muss ja alles schnell sein. Es gibt ja kaum mehr jemanden, der einen Fünfjahresplan hat. Ich finde das ja enorm spannend einfach, weil ich habe es auch jetzt die GFL Juniors Ergebnisse mir mal so ein bisschen angeschaut gehabt, weil ich es hatte immer beim Kollegen Jan Hohmann, der ja auch bei Search Scorpions gewesen ist, gesehen, der ist ja auch bei der U19, glaube ich, der Panthers. Und die Ergebnisse dort teilweise in der höchsten deutschen Bundesliga im Jugendfootball, kannst du dir nicht vorstellen, da gibt es ein Ergebnis 70-3. Ja, das ist ja ganz schlimm. Und jetzt nehme ich mal einfach nur Bayern her. Also ohne dem jetzt zu sehr auf die Füße treten zu wollen, aber in Nordbayern, so die Achse Aschaffenburg, Würzburg, Bamberg bis Nürnberg, ist ja eigentlich kein Jugendfootball existent. Da ist die spielen in keiner Jugend-GFL, also Nürnberg muss in die Jugend-GFL, das gibt's ja gar nicht. Ne? Aber da ist nichts, da ist einfach nichts. Und da ist aber auch nie was entstanden, dass du sagst, hey, da ist jetzt ein Zentrum in Nürnberg. Die Nürnberg Rams, die gibt's seit, ich weiß gar nicht wie lange, aber da gibt's kein Trainingszentrum. Da ist nichts, wo dann mal dort steht, Home of the Rams oder so. Das ist unser Trainingsplatz. Da wird von Saison zu Saison geguckt. Geschuldet sicherlich der Ehrenamtlichkeit und bla bla blub. Aber man könnte, glaube ich, schon ein bisschen mehr aus solchen Dingen rausziehen. Ja, glaube ich. Ja, zumal ja jetzt mit Justin Okoronkwo jemand hast, der jetzt auch nach Alabama geht aus Nürnberg, ne? Also das kann man ja eigentlich perfekt dafür dann nutzen. Also ich meine, es gibt gute Jugendarbeit in vielen Orten, aber das sind halt dann einzelne Stars, die dann halt dann rausstechen, die halt auch schon vielleicht auch athletisch einfach sehr, sehr gut ausgebildet sind, die natürlich ein bisschen nach vorne gepusht werden, aber ich finde einfach, wenn so ein Ergebnis 70-3 bringt in der GFLJ halt nichts. Also da musst du entweder neue Strukturierung nachdenken oder musst einfach die Teams dazu mehr auffordern, dass sie Jugendarbeit betreiben, weil natürlich klar, die Panthers, die ziehen und die Crocodiles ziehen alle Jugendspieler halt an, weil sie halt gute Arbeit leisten. So, da sind natürlich Vereine gefordert, auch da gute Arbeit zu leisten, um halt gute Jugendfootballspieler auszubilden, die sie dann natürlich auch in die Herrenmannschaft holen können, weil das ist ja auch das nächste Thema, ne? Genau. Vereinsbindung, weil ich glaube nicht, alle haben Bock immer eine Stunde zum Training zu fahren, sondern wenn du am liebsten eigentlich daheim spielen, aber wenn du halt daheim halt keine Competition hast, fährst du halt nach Düsseldorf oder nach Köln beispielsweise. Und dort oben geht's ja noch mit dem Fahren. In Bayern kannst du gar nicht fahren.
Das stimmt. Also in so Flächenstaaten wie Baden-Württemberg oder Bayern, dann kannst du nicht fahren, dann bist du darauf angewiesen und damit verlierst du natürlich auch wieder viele gute Athleten, die sagen, es interessiert mich nicht, habe ich keine Lust drauf, wenn ich da mit 10 Leuten da stehe, das ist ja kein Genau. Footballtraining. Und da ist schon noch wahnsinnig viel Potenzial, was wirklich erarbeitet werden muss. Ne? Ja, ich weiß nicht, inwieweit du das besiehst, aber ich finde, ich weiß es nicht, aber wie sieht denn die Trainerlehrgänge, Trainerausbildung und so weiter, muss man da noch dann mehr machen? Oder ich weiß es ja nicht, weil irgendwie es wäre für mich so ein Hebel zu sagen, okay, wenn du besser ausgebildete Trainer hast, kannst du vielleicht dann mehr Leute ansprechen, kannst du bessere Training machen, dann werden die Spieler besser. Ich Ich bin manchmal denk mal ratlos, laut. Sebastian. Ich mache die Trainerausbildung seit vielen Jahren in Bayern und ich denke schon immer, dass wir Trainer Multiplikatoren sind. Aber es machen halt viele auch eine Trainerausbildung, dann sind sie 4 Jahre drin, dann heiraten sie, dann bauen sie Haus, dann kriegen sie Kinder, dann fallen sie wieder raus. Also wir haben halt eine ganz hohe Fluktuation in dem Bereich. Weil eben das immer nur eine Zeit lang ist. Es gibt tolle Leute, die sind eine Zeit lang hoch engagiert, die sind dann 5, 6 Jahre hoch engagiert im American Football und plötzlich fallen sie raus und du wunderst dich, warum. Aber ich glaube, das ist halt einfach so ein Teil unserer Gesellschaft. Das wird im Fußball, Basketball, Handball nicht anders sein. Und ich glaube, diese Nachhaltigkeit, diese Kontinuität, die fehlt uns noch in vielen Bereichen. Und vor allem fehlt sie uns in der Vereinsführung. Die Vereinsführungen müssten auch eine gewisse Kontinuität haben und müssten eine Vision haben. Da glaube ich, ist ein Ansatz zu sehen. Sind wir Ja. da bei Aber da können wir mir, jetzt wieder eine Stunde machen, Johannes, ne? Oder ja, noch länger. nee, Ich wollte es gerade sagen. Jetzt Wir sollten die Folge bald schneiden in drei oder so. In ja, drei Unterschiede. machen wir drei Teile draus, ja. Und drei Teile draus, ja. Ja, machen wir noch den Abschluss mit der ELF am Wochenende, den Ausblick. Am Samstag spielen die Pandas in Wien und Tirol Raiders in Barcelona bei den Dragons und dann am Sonntag um 13 Uhr die Milano Seamen in München bei den Ravens, kommt wohl im Livestream auch bei ran.de beziehungsweise auf ProSieben Max. Dann Berlin spielt in Prag bei den Lions und dann um 16:25 Uhr die Rheinfire in Paris, Stuttgart Search bei den Guards in der Schweiz und das ProSieben Max Spiel Hamburg Sea Devils in Frankfurt bei der Galaxy. Martin, fahren wir dahin zur Galaxy. Wir sprechen sie wieder mal anders und zu einem Spiel wollen. Ich bin am Wochenende leider nicht da. Ich Ah, bin am okay, was Wochenende Jugendcamp und also ich habe erst ein Meeting mit Referenten zur Trainerausbildung und am nächsten Tag ein Camp in Königsbrunn. wird's wieder nix. Ah, Na, wird's wieder nichts, ja, wird's wieder nichts. ja, Indy Meier werde ich vermissen, aber gut. Ach, der organisiert da mit Sicherheit ein Ticket. Bitte? Der Andy will doch dem Johannes mit Sicherheit ein Ticket organisieren. Meinst du? Ah, ich glaube, der Andy. Naja, du, ich bin immer, ich mag das immer gar nicht so sehr, danach Tickets zu fragen. Ja, Ich stimmt kaufe es schon. immer lieber. Das ist immer so Ja. blöd, da ein Ticket. Und wenn du eins angeboten bekommst, eine Einladung bekommst, das ist schön, aber ansonsten kaufst du dein Ticket und die Sache ist erledigt. Ach, mach's einfach Akkreditierung, dann geht's auch. Mir glaubt keiner, dass ich Reporter bin oder Journalist. Ja, wenn noch kein Star-Kommentator bist, dann wird's schwierig. Also ich warte jetzt drauf, dass ich mit dir mal moderieren darf, dann gehe ich immer durch als Journalist, dann sage ich, ich bin Journalist. Bisher moderiert der Sebastian von daheim aus, also nicht vom Stadion aus, aber vielleicht. Ich werde aber diese Saison einen Einsatz im Stadion haben. Welches ist das? Vielleicht. Also es ist noch nicht ganz Achso, sicher, okay. aber es sieht sehr danach aus. Ja, dann, Martin, fahren wir hin und du kommentierst und ich genieße die Stadionatmosphäre, okay? Johannes Das macht sehe dann, Johannes macht dann 3 Stunden Livestream, wie wir da kommentieren. ja, genau. Der macht dann live Ich meine den kommentieren. 3-Stunden-Podcast, ja. Best of, best of. Ja, gut. Habt ihr beiden noch irgendwie was? Jetzt haben wir euch mal zusammengebracht zu dem Podcast. Ja. Schön. Gibt Ich so habe viele mich Themen, über die gefreut man über sprechen Martin. kann. Bitte? Ich auch. Ich rede gerne mit Martin. Es macht mir Ja, unheimlich viel Spaß immer. Und doch, ich hat übrigens, Spaß gemacht. Martin hat es ja, das müssen wir noch erklären. Martin hat ja angesprochen, dass er im letzten Podcast, dass er einen Anruf von mir kriegt. Als ich das gehört habe, habe ich natürlich sofort angerufen, ist doch klar. Ja, tatsächlich angerufen, das stimmt. Ja, kann ich bestätigen. Er hat sofort angerufen und gefragt, wo geht's hin? Was ist los? Gibt schon Ja. News, Martin?
Nice, gab gestern nochmal neun Anrufe. Also es Ei, ei, ei. gibt brutal viele Optionen, die aber alle wirklich abgewägt werden müssen Ja, und klar. überlegt werden müssen. Und ich kann es euch echt noch nicht sagen. Keine Ahnung. Wir sind gespannt. Einen Namen habe ich mir entlockt, aber das darf ich nicht verraten, glaube ich. Ja, genau. Einer so entlockt, darfst du nicht verraten. Nee. Wir verkünden es hier im Podcast, Sebastian, dann kannst du twittern. Ja, genau. Ich habe dem Sebastian versprochen, er erfährt es als Erster. Ja. Okay. Müssen Angenommen. wir zeitgleich nach außen gehen. Das könnt ihr dann miteinander ausmachen. Gut, also dann vielen Dank, Sebastian, für deine Zeit. War eine sehr schöne Folge. Ich musste mich nicht so vorbereiten, weil du die ganzen Informationen als Journalist natürlich da hast. Das war für mich jetzt auch mal angenehm. Und Das glaube ich, dass das angenehm ist, wenn man jemanden hat, der da viel drüber reden kann. und du auch direkt die Zuschauerzahlen griffbereit hast und andere Statistiken, ja. Genau, vielen Dank dir dafür. War eine sehr schöne Folge. Ich hoffe, es war nicht zu lang für unsere Hörer. Ihr habt durchgehalten bis zum Schluss und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Vielen Dank dir, Sebastian. Vielen Dank dir, Martin. Noch einen schönen Urlaub dir, Martin, auch. Und ja, danke euch und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ja. Tschüss.